So, gut, an alle, die schon da sind. Wir werden gleich mit dem Intermarket-Webinar beginnen. Ich warte jetzt noch ein, zwei Minuten, damit diejenigen, die sich gerade jetzt noch einwählen, ich sehe gerade, die Teilnehmerzahl steigt noch, dass alle das von Anfang an mitbekommen. Aber wir werden dann gleich in ein, zwei Minuten auch starten, denn ich habe einiges an Inhalten vor und sonst wird uns einfach die Zeit zu knapp. Gut, ich starte dann, ja. Alles okay? Soweit? An die Organisation, hallo? Ja, es kann losgehen. Alles klar, gut, dann lege ich jetzt los. Bildschirm von Beginn an. So, hallo und herzlich willkommen zu diesem Intermarket-Webinar. Mein Name ist Falk Elsner und ich werde Sie nun schrittweise an die Intermarket-Analyse bzw. an die Art und Weise, wie ich die Intermarket-Analyse benutze, heranführen. Und wir werden uns in diesem Webinar speziell darum kümmern, wie man die Intermarkets für die Trendbestimmung nutzen kann. Denn die Trends sind ja, wie jeder weiß, an der Börse genau die Phasen, in denen wir potenziell vom Chancen-Risiko-Verhältnis das meiste an Geld verdienen können, an Kapital. Das ist der Sinn unseres Tradings. Wir werden allerdings auch anschauen, wann ein Trend in eine finale Phase übergeht, beziehungsweise wann eine Trendwende bevorsteht. Und dann werde ich nochmal verschiedene Trading-Techniken Ihnen zeigen, wie man auch im Prinzip mit den verschiedenen Strategien dann umgehen kann. Wenn Sie, genau, also wir werden diese verschiedenen Themen zur Intermarket-Analyse genauer betrachten. Ich selbst benutze die Intermarket-Analyse selbst auch in meinem Trading und zwar in allen Zeitebenen, das heißt im langfristigen, im mittelfristigen und auch im kurzfristigen Trading, also als Investor, als Swing Trader und Day Trader, das heißt für alle diejenigen unter Ihnen, die jetzt dabei sind, sollte etwas dabei sein. Denn durch die Intermarket-Analyse kann man nicht nur an sich die einzelnen Handelssignale nutzen, man kann das Ganze auch in einer Art und Weise als Vorfilter benutzen. Das werden wir in der Folge uns ganz genau anschauen. Und ich werde dann auch spezielle Beispiele immer an aktuellen Charts auch zeigen. Kurz zu meiner Person. Eben war die Webcam noch da. Diejenigen unter Ihnen, die sie gesehen haben, bis er abgesoffen ist, die haben mich wohl erkannt. Ich bin hier die linke Person, Falk Elsner. Und ich möchte mich an der Stelle auch gar nicht zu lange hier dran aufhalten. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie das Chatfenster nutzen. Das dürfte auf der rechten Seite in diesem Panel sein, das von der Software hier angeboten wird. Ich werde versuchen, die Fragen zu verfolgen und die Antworten dann direkt in diesem Vortrag zu beantworten. Sie brauchen auch keine Angst haben wegen einer Namensnennung, das werde ich natürlich weglassen. Das heißt, die ganzen Fragen werden anonym betrachtet. Und wenn Sie eine grundlegende Frage haben oder etwas, was Ihnen im Anschluss an das Seminar noch einfällt, dann können Sie sich auch gerne an die Serviceadresse von uns wenden. Da können Sie Ihre Frage hinstellen und ich werde diese dann beantworten. Und die kommende PDF, die ich Ihnen hier jetzt vorstellen werde, die können wir Ihnen auch gerne zusenden. Wenn Sie Interesse an dieser PDF haben, dann schicken Sie uns einfach auf unsere Serviceadresse eine kurze Benachrichtigung und wir senden Ihnen dann recht unkompliziert diese PDF dann zu. Zu meiner Person, ich selbst bin privater Trader und Händler, das heißt, ich agiere mit meinem eigenen Kapital an den Märkten. Und da ich das hauptberuflich mache, erstelle ich mir natürlich auch meine Analysen selbst. Das heißt, ich habe mich spezialisiert auf verschiedene
Analyseansätze. In erster Linie, wie schon erwähnt, die Intermarket-Analyse. Und diese ergänze ich dann noch durch verschiedene andere Inhalte, wie zum Beispiel COT-Daten. Das ist der sogenannte Commitment of Traders Report. Also wie verhalten sich andere Tradergruppen, vor allem die großen Trader am Markt. Ich nutze zudem auch Zykliken, das gerade im Sinne der Wahrscheinlichkeitsberechnung, aber auch Sentimentanalysen. Die kommen dann zumeist aus Amerika. In Amerika werden diese Sentimentanalysen im großen Stil betrieben und haben dann durchaus eine Relevanz auch für unser Trading. Damit kann man dann die verschiedenen Trends und Trendbewegungen noch besser zuordnen. Auf diese Analysen, die ich selbst mir stelle, handle ich dann aufgesetzt noch mit sogenannten Handelssystemen. Wir haben also im lang- und mittelfristigen Zeitfenster uns eigene Handelssysteme entwickelt. Diese Handelssysteme sind recht komplex und sind im Prinzip Signalgeber. Und diese Signale, die daraus entstehen, die werden dann nochmal durch diese Intermarket-Analyse, also durch das Research im Vorfeld vorgefiltert. Das heißt, ich arbeite an den Märkten sehr, sehr selektiv. Mein Motto ist es immer, möglichst wenige Trades. Ich möchte in meinem Trading wenig Handel, aber wenn ich dann handle, dann soll das vom Chancen-Risiko-Verhältnis ein qualitatives Ergebnis bringen. Das heißt, ich möchte möglichst wenig Risiken eingehen. Und nebenbei machen wir noch solche Sachen wie Seminare, Webinare, wie jetzt das jetzige und auch Einzelcoaching. Worum geht es jetzt in diesem ganzen Webinar? Es geht einmal um die Trenderkennung und natürlich darauf basierend dann die konkrete Anwendung. Ich habe hier mal die aktuelle Marktübersicht der Intermarket Trends mitgebracht. Wir werden uns genau diese Tabelle nochmal genauer anschauen und wie diese entsteht. Hier kommt gerade die Frage, kann man Ihnen beim Live-Trading zusehen? Ja, ich kann auf unserer Homepage, auf der Website haben wir einen Kalender. In dem Kalender sind dann verschiedene Messen. Auf Messen mache ich durchaus auch mal das ein oder andere Live-Trading zusammen mit meinem Bruder. Oder es gibt auch verschiedene andere Live-Trading-Events. Da kann man sich dann dementsprechend mit anmelden. Und in unserem Service, da haben wir das geplant, das ist allerdings noch Zukunftsmusik, da bereiten wir gerade einen Bereich vor, in dem wir dann einzelne Tage auch Live-Trading vom Computer aus, also für Sie als Webinar, anbieten werden. Zurück zu der Tabelle. Diese Tabelle unterteilt sich einmal im oberen Bereich in die Aktienmärkte, in die Devisenmärkte, die Rohstoffmärkte und die Anleihenmärkte. Zur Orientierung in der Mittellinie haben wir die langfristigen Trends. Diese unterteilen sich in Bull und Bear. Bull natürlich aufwärtsgerichtet, Bear abwärtsgerichtet und neutral. Das sind Bereiche, in denen die Signallinie, die Signallage noch etwas unklar ist. Und dasselbe machen wir vom langfristigen Zeitfenster, das ist hier der Weekly, auch im Daily. Das heißt, wir haben hier einmal das langfristige Zeitfenster und einmal das kurzfristige, also das mittelfristige Zeitfenster. Und immer dann, wenn beide übereinstimmen, wie hier zum Beispiel beim Euro-US-Dollar, da ist der Bear-Bear-Modus, dann ist das für mich eine besonders hervorragende Konstellation. Das heißt, lang- als auch mittelfristig haben wir abwärtsgerichtete Trends. Und wer den Euro-US-Dollar in der letzten Zeit verfolgt hat, der weiß, dass der geradezu eingebrochen ist. Man konnte mit Short-Trades im Euro-US-Dollar jede Menge Geld verdienen. Dasselbe gilt für das britische Pfund, das ja teilweise sogar panikartig abverkauft wurde. Das hat sich aus Sicht der Intermarkets alles angekündigt. Und wir werden das jetzt in der Folge dann nochmal uns genauer für den DAX anschauen. Da werde ich Ihnen dann auch zeigen, wie ich genau auf diese Definition eines Bull-, Bear- oder Neutralmodus komme. Wir werden uns den Trend an sich anschauen. Wir werden uns unsere Intermarket-Indikatoren anschauen. Und ich werde auch die Indikatoren mal in ihrer Zusammensetzung aufzeigen. Das heißt, wir basteln hier keine Blackbox oder ähnliches, sondern Sie kriegen tatsächlich Inhalte mit Mehrwert, die Sie für Ihr eigenes Trading dann auch 1:1 umsetzen können. Für diejenigen unter Ihnen, die noch recht neu sind, möchte ich an der Stelle noch mal kurz auf den Trend eingehen, damit wir uns hier in der Folge auch immer gut verstehen. Ich sehe einen Trend
immer als eine Folge steigender Tiefs oder steigender Hochs, dann sprechen wir von einem sogenannten Aufwärtstrend. Den kann man zweierlei definieren. Einmal im markttechnischen Sinne, dann schaut man sich tatsächlich die Hochs und die Tiefs an. Ich habe sie hier gekennzeichnet. Einmal in diesem Linienbeispiel an der Seite mal ein Beispiel, wie das in der Realität aussieht. Da benutze ich gerne Candlesticks oder Candlestick-Charts. Und hier sieht man einen idealen Aufwärtstrend. Und das Gegenteil ist natürlich der Abwärtstrend mit einer Serie fallender Hochs und fallender Tiefs. Für diejenigen unter Ihnen, die hier noch nicht ganz konform sind, beziehungsweise für die das Neuland ist, da biete ich mit dem Link hier unten nochmal weitere Informationen an. Das würde an der Stelle jetzt zu weit führen. Das heißt, lassen Sie sich die PDF hier schicken, klicken Sie drauf, dann sehen Sie weitere Inhalte zu dieser Trenddefinition. Wir werden jetzt darauf aufbauen. Hier habe ich mal mitgebracht den DAX. Man sieht hier im oberen linken Fenster immer die Zeitebene. Auf die Zeitebenen werden wir nochmal genauer eingehen. Also wir sehen hier den DAX Future in einem meiner Arbeitscharts. Und in diesem Arbeitscharts habe ich dann verschiedene Bereiche definiert. Die roten Pfeile hier, das sind aus meiner Sicht intermarkttechnische Verkaufssignale. Wenn wir im Tageschart sind, ist das das mittelfristige Zeitfenster und blau sind die Gegensignale. Das heißt, es gibt dann wieder ein bullisches Signal. Das sind genau die Sachen, die wir eben in der Tabelle gesehen haben, diese Bull- und Bär-Modis. Das heißt, das rote ist der Bär-Modus, das blaue der Bull-Modus. Und im unteren Bereich sehen wir unsere Intermarket-Indikationen. Das ist ein Indikator, den wir entwickelt haben. Dieser basiert auf einem klassischen Intermarket-Indikator, den Sie zum Beispiel auch in alten Intermarket-Büchern finden können. Die gibt es ja teilweise schon aus den 80er Jahren. Die haben wir ein bisschen weiterentwickelt und wie sich dieser Indikator zusammensetzt, das werden wir in der Folge uns nochmal genauer anschauen. An der Stelle hier wollte ich nur auf den Trend nochmal eingehen und das hatten wir hier im oberen Bereich gesehen für den DAX. Wir hatten zuletzt einen Abwärtstrend. Dieser Abwärtstrend wurde zuletzt zur Oberseite gebrochen, das heißt, diese technische Gegenreaktion auf dieses Verkaufsmuster war wieder ein Aufwärtstrend. Und gerade in den letzten zwei Tagen ist dieser Trend gebrochen und wir sind in diesen Neutralmodus zurückgewandert, das deswegen in der Tabelle der Neutralmodus. Mit den Intermarkets lassen sich allerdings nicht nur Trends bestimmen, sondern ich hatte auch schon angedeutet, dass man Trendwendebereiche erkennen kann. Was ist ein Trendwendebereich? Ein Trend, der läuft nicht ewig. Irgendwann gibt es eine Gegenbewegung und das ist eine der Stärken der Intermarktanalyse. Gerade die Indikatoren, die wir uns in der Folge gleich genauer anschauen werden, die können solche Bereiche, wenn solche Trendwenden anstehen, näher präzisieren. Und wer von Ihnen sich mit Charttechnik oder verschiedenen Chartmustern beschäftigt hat, der wird sicherlich auch diese sogenannten Abschlussformationen kennen oder Umkehrformationen. Es gibt da zahlreiche Namen. Das sind bestimmte Muster im Markt. Wenn die sich zeigen, geht man davon aus, dass eine bestimmte Reaktion am Markt erfolgt. Und in diesen Abschlussmustern ist es dann meistens so, wenn ein Trend in ein fortgeschrittenes Stadium eintritt, dann zeigt sich zum Schluss meistens ein sogenanntes Abschlussmuster, das kann ein Doppelhoch sein, das kann ein Dreifachhoch sein in einem Aufwärtstrend, das kann ein Doppeltief, ein Doppelbottom oder so eine W-Formation wird das auch genannt. Also es gibt da zahlreiche Beispiele. Ich habe Ihnen hier nochmal ein diagonales Dreieck mitgebracht. Das ist auch ein mögliches Abschlussmuster. Sie sehen hier diese Aufwärtsbewegung, die mündet dann in so eine dreieckartige Formation ein und die das Ende einer solchen Abschlussformation ist meistens dann ein Ausbruch zur Unterseite beziehungsweise im Abwärtstrend ein Ausbruch zur Oberseite. Und generell, worauf ich hinaus wollte, ist, wenn solche Trendwendebereiche in unserer Intermarket-Analyse mit unseren Indikationen übereinstimmen, dann haben wir ganz besonders interessante Handelsszenarien. Und das werden wir gleich nochmal sehen. Wenn wir aus Intermarket-Sicht, die Intermarkets, das sind Kapitalmarktströme, diese fließen von einem Markt in den anderen. Wenn es da zu Überbewertungen kommt,
Wir sind in einem Markt also intermarkttechnisch überbewertet und es kommt zeitgleich im Chartbild zu einer Abschlussformation. Dann haben wir zwei Ebenen, die für eine Gegenbewegung sprechen und dementsprechend kann man sich dann positionieren und eben genau das Gegenteil ist auch der Fall, wenn ein Markt abverkauft wurde, irgendwann stark unterbewertet ist und es kommt dann wieder so eine Abschlussformation, dann ist die Bildung eines Bodens besonders wahrscheinlich und dann kann man natürlich Long-Positionen aufbauen beziehungsweise Short-Positionen natürlich auch im Vorfeld abbauen. Zu der Frage Zeiteinheiten der Kerzen, die ich eben gezeigt habe, das eben war der Tageschart. Und in der Folge werden wir uns verschiedene Tages- und auch Wochencharts anschauen. Und im oberen linken Fenster sind die Zeiteinheiten bei mir immer angegeben. Hier das Beispiel, hier nochmal den DAX, wegen dieser Trendwendebereiche. Wir haben jetzt den DAX Future, genau dieses Bild hatten wir eben gesehen. Das Bild ist auch aktuell, der DAX steigt gerade aktuell. Das heißt, im Daily-Bereich, diese einzelnen Kerzen sind Handelskerzen innerhalb des Tages. Also jede Kerze steht für einen Handelstag. Und das ist für mich das mittelfristige Zeitfenster. Und nehmen wir hier unsere Indikationen nochmal dazu. Ich hatte das hier schon angesprochen, dass als Ausblick, als besseres Verständnis, was gleich kommen wird, da kann man sich dann genau diese über- und unterbewerteten Bereiche anschauen. Immer wenn diese Signallinien hier im unteren Bereich eintauchen, dann haben wir sogenannte unterbewertete Bereiche. Dann ist mit einer Aufwärtsbewegung zu rechnen und umgekehrt, wenn diese Signallinie in den oberen Bereich eintaucht, dann sprechen wir von Überbewertung, dann ist mit einer Gegenreaktion in die entgegengesetzte Richtung zu rechnen und dieses Spiel lässt sich beliebig fortführen. Der Markt, der schwankt immer von einem Extrem ins andere und das kann man hier ganz gut sehen. Auch im DAX, das ist ein aktuelles Beispiel, das ist der Verlauf des Jahres 2014 und alleine innerhalb von 2014 konnte man diese Trends hier aus intermarkttechnischer Sicht isolieren und wer hier ein genaues Auge drauf wirft, der sieht aktuell, dass das aktuelle Verkaufssignal, das sich hier zeigt, in eine Überbewertung von einem Indikator hineingeht und wie das hier genau zu deuten ist, das werden wir uns zum Schluss, wenn die Zeit es dann zulässt, auch nochmal genauer anschauen. Tendenziell für diejenigen, die hier schon etwas konform sind. Wir sind hier in einem neutralen Markt. Der Aufwärtstrend, der hier sich hier gezeigt hat, der hier im August gestartet wurde, der wird gerade in Frage gestellt. Bricht der Markt jetzt durch die 9600er Marke durch, dann ist das eine Bestätigung eines Verkaufssignals. Dann haben wir ein Szenario wie hier in Rot. Dann ist der Abverkauf das wahrscheinlichste Szenario. Wenn der Markt es jetzt schafft, sich zu stabilisieren, dann ist dieses Verkaufssignal eine Konsolidierung mit einem Ausbruch über das letzte Hoch. In dem Fall habe ich mich für die 9825 entschieden, weil hier im Vorfeld des Jahres 2014 diese Marke sehr, sehr wichtig war. Ich habe sie in Rot gekennzeichnet. Wenn der Markt also auf Tagesschlusskursbasis es darüber schafft, dann sind wir zurück im Bull-Modus und dann wird dieser Bull-Modus hier weitergeführt, beziehungsweise unsere Indikationen werden dann auch in den anderen beiden Märkten wahrscheinlich ins nächste Extrem hineingeführt. Aber dieser letzte Verkaufstag, der stellt diesen Trend tatsächlich in Frage und aktuell ist hier so ein richtiges Entscheidungsniveau. Aber das werden wir gleich nochmal genauer betrachten. Ich möchte an der Stelle hier nochmal etwas weiter ausholen, denn das Feld der Intermarkets ist ein sehr, sehr theoretisches Feld im Vorfeld. Das heißt, man muss einiges wissen über die verschiedenen Hauptmärkte. Ich habe es hier mal geschrieben, ein Thema, das wir uns gleich anschauen werden. Das sind diese vier Hauptmärkte, von denen ich spreche. Das werden Sie gleich besser sehen. Dann, diese Märkte haben bestimmte Tendenzen und diese Tendenzen gilt es richtig einzuordnen. Und dann gibt es noch wichtige Grundregeln in der Intermarket-Analyse. Damit kann man dann verschiedene Bereiche nochmal genauer sich anschauen. Wir werden uns diese ersten beiden Felder jetzt mal genauer anschauen. Ich habe hier dieses Dreieck mal mitgebracht in dieser Folie. Da sehen Sie diese Märkte, die ich aus intermarkttechnischer Sicht als Hauptmärkte bezeichne. Das ist einmal der Aktienmarkt, hier links unten. Ich habe es rot eingekreist. Das heißt, in diesem Bereich sind alle Aktien.
Ja, da gibt es auch keine Unterschiede zwischen Banken, Autos, Zyklikern, Nicht-Zyklikern. Da sind alle Aktien drin, auch Penny Stocks, was auch immer. Und dieser Bereich der Aktien, der konkurriert natürlich in seinem Verhalten um Kapital, deswegen hier die grauen Pfeile, mit den anderen Märkten. Die anderen Märkten wären dann zum Beispiel der Anleihenmarkt. Das sind dann solche Sachen wie der Bund Future oder der Bobble Buxel gibt es dann hier noch in Deutschland. In Amerika gibt es dann die Bonds und Bills und Notes. Und das sind diese verschiedenen Anleihenbereiche, die alle dann im Anleihenmarkt vereint werden. Dann gibt es natürlich den großen Bereich der Rohstoffe. Da ist an erster Stelle natürlich der Goldmarkt zu nennen. Der ist der bekannteste für uns Trader, beziehungsweise der Goldchart ist ja im Prinzip auf jeder Seite, jeder Finanzseite mit drauf. Es gibt allerdings noch andere Rohstoffe. Da gibt es die Agrarrohstoffe. Da gibt es die Edelmetalle generell, dann gibt es die Industriemetalle, dann gibt es noch verschiedene andere Rohstoffbereiche bis hin zu der Viehwirtschaft. Also ist der Bereich der Rohstoffe, der umfasst im Prinzip alle Mittel, aus denen produziert werden kann. Und dann gibt es abschließend noch den Devisenbereich. Der Devisenbereich, das sind die sogenannten Währungstrends. Und hier sind die Zentralbanken die mächtigsten Akteure im Spiel. Eine Währung kann zum Beispiel durch den An- und Verkauf von Staatsanleihen beeinflusst werden. Das sehen wir hier gerade sehr gut in den USA. Da steigt der US-Dollar aus genau diesen Gründen. Beziehungsweise man kann sagen, wenn ein Währungsgebiet besonders attraktiv wird, also eine gute Wirtschaftsentwicklung hat, hohe Renditen auf Staatsanleihen aufweist, dann zieht das Kapital an und die jeweilige Landeswährung steigt. Und umgekehrt, wenn es schwache Renditen in diesem Land gibt und die Wirtschaftsleistung nachlässt, dann deutet das natürlich auch auf die Schwäche der Wirtschaft hin und dann kommt auch die jeweilige Landeswährung unter Druck. Und das sehen wir ja gerade im Euro. Der Euro bricht ja gerade zusammen und was haben wir hier gerade aktuell? Es wird ein Inflations- bis hin in ein Deflationsszenario besprochen und das sind genau diese fundamentalen Dinge, die in der Intermarket-Analyse relevant sind. Das heißt, die Intermarket-Analyse ist kein Hokuspokus oder irgendeine Theorie, sondern die Intermarket-Analyse, die basiert tatsächlich auf fundamentalen Ereignissen an den Märkten. Diese fundamentalen Ereignisse, die schlagen sich in der Preisbildung in diesen verschiedenen Bereichen hier eben nieder, in den Aktien, Rohstoffen, Devisen und Anleihen. Und das Kapital, mit dem wir arbeiten, das zirkuliert genau zwischen diesen vier großen Hauptmärkten. Und liegt in der Natur des Menschen, dass das zu Übertreibungen oder zu Untertreibungen führt. Das heißt, wir arbeiten hier nicht mit einem rein rationalen System, wie das früher mal angenommen wurde, vor allem in den 90er Jahren, sondern wir arbeiten hier auch teilweise mit irrationalen Bewegungen. Das heißt, wir haben Panik, wir haben Euphorien im Markt. Und das sind genau die Dinge, die wir uns als Trader sichtbar machen wollen. Wir wollen diese Überbewertung und wir wollen diese Unterbewertung herausfinden und dementsprechend unser Trading dadurch verbessern und immer in Richtung der Kapitalmarktströme arbeiten. Das heißt, im Beispiel zum Beispiel, wenn der Aktienmarkt stark unterbewertet ist und der Anleihenmarkt tendenziell überbewertet ist, dann stehen die Chancen hoch, dass aus dem Überbewerteten das Kapital in den Aktienmarkt zurückfließt. Der Markt sucht sich immer den besten Weg der Rendite im Verhältnis zum Risiko, das er dafür eingehen muss. Zu den Markttendenzen, diese verschiedenen Hauptmärkte, die ich Ihnen hier gezeigt habe, die stehen auch für verschiedene Tendenzen. Da fangen wir mal mit dem Anleihenmarkt an. Der Anleihenmarkt, der repräsentiert im Prinzip die Zinsentwicklung. An den Anleihenmärkten werden die Zinsen gehandelt. Und hier kann man ablesen,
wie es um das Wirtschaftswachstum beziehungsweise die zukünftige Zinsentwicklung steht. Gerade kommende Rezessionen, also abgeschwächte Wirtschaftswachstum, deutet sich häufig in einem Spread zwischen den lang- und den kurzfristigen Zinsen an. Und dementsprechend macht es Sinn, sich die Anleihenmärkte auch immer mal anzuschauen, auch wenn man sie nicht handelt, sondern eben Rohstoffe und Aktien, denn die Tendenzen im Anleihenmarkt haben, wie man hier sieht, direkte Auswirkungen auf alle anderen Märkte. Dasselbe gilt natürlich auch für die Währungen. Das hatte ich eben schon angesprochen. Die Währungen stehen für die Kapitalmarktströme zwischen den attraktiven oder unattraktiven Währungsgebieten. Und die Aktien an sich, die hier ja jeder kennt, das sind die Konjunkturentwicklungen. Das heißt, an den Aktienmärkten wird die Konjunkturentwicklung, also die Wirtschaftsentwicklung, gehandelt. Man geht davon aus, wenn eine Konjunktur sich positiv entwickelt, dann pusht das die Märkte, dann steigen die Aktien, die Unternehmen machen Gewinne und durch diese Gewinne können die Aktien im Prinzip an Wert zulegen. Und eben negative Entwicklungen, die stehen eben für nachlassende Gewinnspannen. Die Unternehmen haben eben keine Gewinne mehr, beziehungsweise die Gewinne gehen zurück. Es kommt zu weniger Konsum, im Extremfall sogar zu Arbeitslosigkeit. Und das wird in den Aktien natürlich auch eingepreist. Das spiegelt sich dann in den fallenden Aktienkursen nieder oder wieder. Und hier muss man nur eines beachten, an den Aktienmärkten wird die Zukunft gehandelt. Wir haben also einen gewissen Zeitversatz zwischen dem Realwirtschaftszyklus und dem Börsenzyklus. Das werden wir uns gleich hier in der Folge nochmal genauer anschauen. Ich habe es hier nochmal mitgebracht. Und die Rohstoffe, um das Ganze abzuschließen, die stehen für die Inflation. Inflation deswegen, je teurer Rohstoffe werden, desto eher muss das natürlich auch auf den Preis der Produkte sich niederspiegeln. Das heißt, wenn die Rohstoffe immer teurer werden, dann muss auch generell der Wert der Ware steigen. Und das sehen wir dann im Rohstoffbereich. Deswegen, um aktuell am Beispiel zu bleiben, aktuell haben wir ja, dass die Rohstoffmärkte einbrechen, Verkaufssignale gemacht haben. Und das geht genau deswegen damit einher. Die Inflation geht gerade zurück, gerade im deutschen und europäischen Raum. Gut, um hier wieder den Spagat in die Intermarktanalyse zu schaffen. Diese verschiedenen Bereiche der Anleihen lassen sich in diesem Börsenzyklus hier in blau dargestellt integrieren. Und dieser Börsenzyklus, den werden wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Ich möchte nur hier das mal mit dem Dreieck zeigen. Der Aktienbereich, der Anleihenbereich und der Rohstoffbereich, die starten im Idealfall in so einem Börsenzyklus an verschiedenen Stellen. Und wenn man dann herausgefunden hat, wo man aktuell denn gerade steht, dann kann man natürlich auch aus diesem Wissen, wo wir gerade in diesem Zyklus uns befinden, natürlich auf die Zukunft schließen, was das wahrscheinlichste Szenario ist auf die aktuelle Situation. Das heißt, in dem Fall hier, wenn ich feststelle, dass die Anleihen, die Aktien und die Rohstoffe schon absolut intakte Trends ausgebildet haben. Alle sind gerade nach langen Aufwärtstrendphasen in gewissen Toppingbildungen drin und bringen Verkaufssignale. Dann liegt die Vermutung nahe, dass wir hier diese dritte Phase überstanden haben. Und wenn dann die Anleihen zuerst zu fallen beginnen, dann kann ich davon ausgehen, dass die Aktien und später die Rohstoffe dann auch nachziehen werden. Und das kann ich mir dann im Chart, da kann ich mich dann als Trader drauf vorbereiten. Das hat dann was damit zu tun, wie man seine Depots zusammenstellt, welche Risiken, welche Positionsgrößen man dann in seiner generellen Position oder Depotzusammenstellung wählt. Wer sich hierfür weiter interessiert, ich habe dazu verschiedene Grundlagenwebinare mit Videos auf meiner Homepage bereitgestellt. Das heißt, da können Sie sich das Ganze dann nochmal in Ruhe anschauen. Da wird das Ganze dann auch etwas detaillierter betrachtet.
Auch hier wieder der Link für diejenigen unter Ihnen, die an dieser PDF dann im Anschluss interessiert sind. Zurück zu dieser Marktübersicht, die hatten wir eben schon mal gesehen. Jetzt haben wir aber mittlerweile etwas mehr Wissen, nämlich dieses Wissen um die verschiedenen Aktienmärkte. Ich gehe es hier nochmal durch. Im oberen Bereich sehen wir die Aktienmärkte mit ihrer Konjunkturentwicklung. Und da schließt sich der Kreis. Wir sehen dann hier die Konjunkturentwicklung im langfristigen Zeitfenster und im mittelfristigen Zeitfenster. Für die Devisenbereiche sehen wir die weltweiten Kapitalmarktströme. Im Devisenbereich sehen wir zum Beispiel Euro und britisches Pfund. Da fließt das Geld raus. Und wo fließt es hin? Es fließt in die US-Dollar-Währungspaare, die steigen und steigen. Und das zeigt ja nichts anderes, dass diese Kapitalmarktströme gerade aus dem europäischen Raum heraus in den US-Raum hineinfließen. Aber ich habe es ja auch schon gekennzeichnet, wir haben ja immer so ein Kommentarfeld. Diese Trendtendenzen sind in der letzten Zeit auch schon ziemlich heiß gelaufen. Wir sehen im Euro und im britischen Pfund potenziell überkaufte Szenarien, das heißt Bodenbildungen werden jetzt zukünftig immer möglicher. Das muss man sich natürlich dann im mittelfristigen Zeitfenster im Genaueren anschauen. Aber auch im mittelfristigen Zeitfenster sehen die US-Dollar-Währungspaare wie der US-Dollar in Schweizer Franken oder der US-Dollar in japanischen Yen, die sind teilweise sehr, sehr heiß gelaufen. Das heißt, es ist zumindest mit Gegenbewegungen aus intermarkttechnischer Sicht zu rechnen. Und für den Rohstoffbereich haben wir Verkaufssignale. Die meisten, die Gold oder Silber handeln oder auch Platin oder Palladium oder solche Sachen, Kupfer, die werden das wissen. Die Rohstoffmärkte haben Verkaufssignale gezeigt. Das heißt, hier haben wir Abwärtsbewegungen. Und last but not least, ganz wichtig für die Intermarktanalyse, der Anleihenbereich, die Zinsen. Die Anleihenbereiche steigen. Die Renditen, die sind gesunken. Gerade zuletzt, in den letzten zwei Wochen, wurde die 1%-Marke für die 10-Jährigen unterboten. Das ist natürlich ein Zeichen, dass diese Trends, die wir hier zuletzt gesehen hatten, wir hatten über Monate den Bull-Bull-Modus. Das heißt, wir haben den Anleihenmarkt über Monate long gehandelt. Die laufen jetzt auch mittlerweile in gewisse technische Gegenreaktionen rein. Und langfristig bleiben die Trends noch intakt. Mittelfristig haben wir hier schon eine gewisse Gegenbewegung, eine gewisse Neutralisation gesehen. Und hier haben wir so ein Szenario wie ähnlich wie im DAX. Hier wird sich dann entscheiden, gehen die Anleihenmärkte jetzt nochmal in die nächste Bullphase oder kommt diese Korrektur und zieht diese Korrektur, die Bullmodus, zurück in den Bärmodus. Das sind dann diese verschiedenen Analysen, die ich dann im Prinzip in meinem Service anbiete. Da schauen wir uns die Märkte dann im Detail nochmal genau an. Ich hatte versprochen, ich gehe nochmal auf den Börsenzyklus ein, um das Intermarket-Fenster etwas weiter auszuweiten. Wir sehen hier nochmal genau das, diese Chart-Grafik, die ich eben präsentiert hatte. Und das in Blau hier ist der Börsenzyklus. Für uns als Trader ist dieser Börsenzyklus deswegen interessant, weil wir ja mit unserem Handeln an den verschiedenen Finanzmärkten im Börsenzyklus eingreifen. Das, was wir in der Zeitung lesen, in der FAZ oder in der jeweiligen Handelszeitung, was auch immer da von Ihnen bevorzugt wird, das sind teilweise News aus der Realwirtschaft. Ich habe es hier nochmal angezeichnet. Dieser Unterschied wird auch nochmal in diesen Tutorials, die Sie anbieten, hier von der Deutschen Börsenmeisterschaft, das wird da nochmal schön erklärt. Der Kollege David Pieper hat sich da nochmal drum gekümmert. Ich möchte das an der Stelle nur mal am Rand erwähnen. Hier in Grün sehen wir diesen Wirtschaftszyklus. Dieser läuft relativ träge. Und der Börsenzyklus, hier in Schwarz dargestellt, der unterliegt natürlich auch den verschiedenen emotionalen Schwankungen, Übertreibung, Untertreibung. Das heißt, die Volatilität dieses Börsenzyklus ist stärker als von der Realwirtschaft. Und das ist ja genau das, was wir fürs Trading nutzen wollen. Wir wollen ja von diesen überbewerteten Bereichen, da wollen wir unsere Long-Positionen verkaufen. Und in diesen unterbewerteten Bereichen wollen wir natürlich unsere Short-Positionen ebenfalls verkaufen und uns wieder Long in den Markt stellen. Und dementsprechend, man sieht hier auch den Zeitversatz. Das heißt, an der Börse wird die Zukunft gehandelt.
Da ist immer ein Versatz von teilweise einem Monat bis 6, 7 Monate. Das schwankt etwas drin enthalten, aber an der Börse werden halt zukünftige Ereignisse eingepreist. Deswegen hier dieser zeitliche Versatz. Für Anfänger nochmal der Hinweis, wenn Sie zum Beispiel dann in der Zeitung lesen, dass es in der Realwirtschaft gerade eine Rezession gibt und sich wundern, dass die Börsen wieder steigen und dann daraus schließen, dass das ja nicht sein kann, dann sehen Sie hier die Antwort. Hier in dem Bereich wird die Rezession für die Aktienmärkte dann in den Medien besprochen und an den Finanzmärkten wurde längst hier schon das Tief erreicht. Es wird schon wieder der zukünftige Aufschwung gehandelt und gerade Anfänger können da ab und zu etwas durcheinander kommen. Das ist eine gewisse Übungssache und gerade auch Teil hier für unsere Analysen darauf aufmerksam zu machen. Gehen wir den Börsenzyklus mal gerade an der Stelle Schritt für Schritt durch, damit Sie einen Bezug zu diesem Börsenzyklus aufbauen können. In dieser Phase 1, ich habe das hier mal Abschnitt 1 genannt. Da befinden sich im Prinzip alle vorgestellten Märkte auf Talfahrt. Das heißt, die Anleihenmärkte fallen, die Aktienmärkte fallen und die Rohstoffmärkte fallen. Deswegen hier auch diese abwärts gerichtete Trendtendenz. Es gibt Phasen, in denen alle Märkte fallen. Das kennen Sie aus den sogenannten Crash-Szenarien oder sowas. Man guckt dann auf die Homepages von verschiedenen Anbietern und alles ist rot. Das kann sich dann über Tage, Wochen bis hin über Monate halten, je nach Zeitfenster. Und je extremer sowas wird, desto eher werden die Notenbanken wieder durch Zinssenkungen versuchen, die Märkte zu stabilisieren. Dieses Anheben dieser Zinsen, das wirkt sich auf die Anleihen aus. Das heißt, mit den steigenden Zinsen werden irgendwann die Anleihenrenditen ebenfalls fallen. Also der Markt stabilisiert sich, die Anleihen werden steigen und das ist dann schon ein Zeichen für Phase 2. Ne, wenn die Anleihen steigen, folgen in der Folge die Aktienmärkte. Das kommt daher, dass die Maßnahmen der Notenbanken greifen. Es fließt Kapital in die Märkte durch die niedrigeren Zinsen, Böden werden gebildet, das Fundament für eine neue Expansionsphase wird gebildet, die Wirtschaft erholt sich und beginnt zu wachsen und das wird natürlich dann in die Aktienmärkte eingepreist. Aktienmärkte werden immer interessanter und beginnen Investoren anzuziehen. Das heißt, die Aktien ziehen nach. Wir haben eine Phase steigender Aktien und Anleihen. Lediglich die Rohstoffpreise sinken. In der Phase 3, da kommt es dann dazu, dass auch langsam durch die steigende Wirtschaftsleistung im Prinzip die Inflation ebenfalls anspringt. Die Inflation steigt. Die Inflation steigt dann in einem gesunden Maße. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad ist Inflation nicht automatisch schlecht. Eine gute Wirtschaft braucht sogar eine gewisse Inflationsrate. Und dies zieht dann langsam die Rohstoffpreise mit sich hoch. Also mit der steigenden Wirtschaftsleistung werden die Rohstoffe natürlich auch immer teurer. Die Rohstoffproduzenten wollen natürlich da auch mitverdienen. Und die Wirtschaft floriert. In der ersten Phase können die Unternehmen, die aus Rohstoffen produzieren, diese Preise natürlich an die Verbraucher noch weitergeben. Dadurch entsteht ein Szenario, in dem alle drei Märkte steigen können. Das ist dann ein sehr intaktes, ein gesundes Marktumfeld. Und diese gesunde Inflation, die kippt dann irgendwann in eine, ja, ungesunde Inflation. Das heißt, irgendwann kippt das Ganze und die Rohstoffe werden teurer, die Produkte werden teurer. Irgendwann sagen die Verbraucher, Vorsicht, das kann ich mir nicht mehr leisten, ich möchte wieder mehr sparen. Und dann beginnt im Prinzip das gegenteilige Szenario, der Inflationsdruck lässt die Rohstoffe zu stark ansteigen, das gefährdet dann das Wirtschaftswachstum und die Notenbanken steuern in der Phase mit Zinssteigerungen dem entgegen, was natürlich dann die Anleihenmärkte hier in der Phase zu Top-Bildungen führt und die Anleihenmärkte fangen dann als erstes an zu fallen. Und dann folgten die Aktien und die Rohstoffe und das Ganze
ist in diesem Kreislauf, das führt sich dann immer wieder von vorne durch. Gehen wir an der Stelle mal verschiedene Fragen durch. Hier wird gerade geschrieben, Moment, die Rohstoffe unterliegen doch wesentlich mehr politischen Szenarien. Dazu kann ich nur sagen, ja, das ist eine Theorie bzw. eine Annahme. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass die Auswirkung einer Landeswährung und die Auswirkung von Zinsen durchaus den stärksten Einfluss auf die Rohstoffpreise haben. Und diese politischen Szenarien, die reagieren darauf. Das heißt, wenn die Szenarien so sind, dass die Rohstoffe zu billig oder zu teuer werden, dann muss die Politik daraufhin eingreifen. Und dementsprechend ist meine Theorie, dass je nach Rahmenbedingungen sich daraufhin die politischen Szenarien erst bilden. Dann nächste Frage, Krisen im Irak und Syrien, Russland. Ah ja, die Versorgung in Krisensituationen, da kann ich zu sagen, ja, das ist durchaus richtig. Das sind natürlich Szenarien, die dann auf solche, die Preise sich einwirken. Das ist ja offensichtlich. Aber sowas wird natürlich auch im Vorfeld an den Märkten eingepreist. Das heißt, wenn sich die Fronten verhärten zwischen zwei Ländern und sich ein Krieg andeutet, dann sind sie mitunter der Letzte, der das von den News her erfährt. Es gibt Interessensgruppen, die wissen von solchen Bewegungen viel, viel früher als wir. Das sind teilweise Leute, die Kontakte in die Politik und so weiter haben. Und dementsprechend sieht man solche Tendenzen teilweise auch schon im Vorfeld vor solchen Aktionen und wundert sich dann, warum gewisse Reaktionen waren. Man darf nie vergessen, in welcher Reihenfolge man die News, die weltweit kursieren, denn bekommt. Ist man am Anfang dieser Newskette oder ist man am Ende dieser Newskette? Was heißt Einpreisen? Das Einpreisen, damit meine ich, wenn es eine Neuigkeit am Markt gibt, dann reagiert der Markt darauf. Das heißt, wenn Sie eine gute Nachricht hören, dann werden Sie tendenziell darauf eher reagieren, indem Sie kaufen. Sei es, machen wir es an einem Beispiel. Sie hören, dass die Automobilbranche demnächst deutlich boomen wird. Dann würden Sie wahrscheinlich Ihre Aktien im Automobilbereich eher kaufen. Das wird die Preise treiben. Und wenn Sie hören, dass alle Märkte mit Autos gesättigt sind, die Unternehmen teilweise keine Autos mehr verkaufen können, dann werden die Gewinne im Prinzip leiden, dann werden sie eher Autos verkaufen. Das heißt, das meine ich mit Einpreisen. Sie werden versuchen, aufgrund der Informationen, die sie haben, an den Märkten sich zu positionieren. Und genau das ist das, was wir meinen mit Einpreisen von News. Das ist ja genau das, was diese Bewegung an den Märkten ausmacht. Wir reagieren auf neue Informationen. Sind diese positiv? Aus unserer Sicht positiv wollen wir kaufen, beziehungsweise wenn sie negativ sind, wollen wir tendenziell eher verkaufen. Gut, machen wir weiter an der Stelle. Phase 4, ich habe es schon angedeutet, alle Phasen, der Zyklus beginnt dann zu fallen, die Anleihen beginnen, dann folgen die Aktien, weil natürlich mit der sich eintrübenden Wirtschaft ein sogenannter die Kontraktion einsetzt. Es bilden sich dann auch Tops an den Märkten und mit der nachlassenden Wirtschaft müssen dann auch in der Folge die Rohstoffpreise nachlassen. Das hat dann auch etwas mit dem Fallen der Zinsen zu tun. Und das ist genau dieses System, von dem ich jetzt sprach. Alle Märkte hängen miteinander zusammen und das Ganze ist nicht nur eine Theorie, das kann man tatsächlich auch beweisen. Dazu gibt es natürlich verschiedene, sogar Doktorarbeiten, meine ich, die das Ganze mal genau aufgedröselt haben. Und tendenziell sagt das auch die Beobachtung der Märkte. Wenn gewisse Bereiche zu stark überbewertet sind, dann fangen die ersten an, ihre Gewinne mitzunehmen. Das ist ja auch ganz logisch. Wenn Märkte überbewertet sind, gibt es viele Menschen, die auf Gewinnen sitzen. Diese Gewinne wollen sie mitnehmen. Und das heißt, der Verkaufsdruck steigt.
Und umgekehrt, wenn Märkte unterbewertet sind, dann haben viele irgendwann das Verlangen, diese Aktien oder diese Rohstoff oder diese Anleihen zu kaufen. Man empfindet das als sehr niedrigen Preis. Und je niedriger ein Preis fällt, desto mehr Anleger werden angezogen und es kommt dann in dieser Unterbewertung zu einer Bodenbildung und genau daraus setzt sich dann hier dieser Zyklus zusammen. Kommen wir nun von der Theorie, halten wir uns nicht ganz zu lange daran auf. Ich hatte ja gesagt, genau diese Bereiche werden nochmal in meinen Grundlagenwebinaren auf der Webseite gekennzeichnet. Schlagen wir nun mal die Brücke in die Praxis und in das konkrete Trading. Wenn ich mir Intermarkets anschaue, dann muss ich mir dementsprechend erstmal einen Chart bauen, einen Chart herstellen, einen Chart entwerfen. Und da kommt es dann darauf an, welche Märkte ich in dieser Beziehung miteinander vergleichen möchte. Möchte ich die Über- und Unterbewertung zwischen einem Aktienmarkt, hier zum Beispiel dem DAX, und einem Anleihenmarkt, hier dem Euro-Bund-Future, herausfinden, dann muss ich mir genau diese beiden Märkte nehmen. Und in der Vergangenheit war es so, dass wenn man diese Märkte handeln wollte, dann hat man sich diese einzelnen Märkte auch angeschaut, hat dann Trends eingezeichnet, Indikatoren reingelegt, Trendlinie gemacht, Elliott-Wellenmuster reingemalt. Es gibt alle möglichen verschiedenen Analysemethoden, und Theorien, wie er sich einen Markt zu entwickeln hat, von einfachen Systemen bis komplexen Systemen. Und das hat man für diese ganzen Einzelmärkte gemacht. Und das, was ich mache, ich schnappe mir genau diese beiden Märkte, ich lege diese in einen Chart hinein. Und aus diesen beiden Märkten bilde ich einen Quotienten. Das heißt, ich teile Markt A durch Markt B, in dem Fall den DAX durch den Bund Future. Und dadurch bekomme ich diese hier unten angezeigt in schwarz, diese Signallinie. Und das ist der sogenannte klassische Intermarket-Indikator. Den finden Sie auch in der Literatur immer wieder. Und dieser klassische Intermarket-Indikator, der hat schon einiges an Aussagekraft. Das werde ich Ihnen gleich nochmal zeigen. An der Stelle möchte ich nochmal auf die Frage mit den Kerzen eingehen. Genau diese Zusammensetzung der Charts, die kann man in verschiedenen Zeitebenen machen. Wenn der grundlegende Chart ein Wochenchart ist, das heißt diese einzelnen Candles, die man hier sieht, sind einzelne Handelswochen, dann spreche ich von einem langfristigen Chart. Geht man eine Zeitebene tiefer, das wäre dann der Tageschart, dann haben wir die mittelfristige Analyse und man kann natürlich noch eine Ebene runtergehen in den Stundenchart. Im Devisenbereich eventuell sogar in den 4-Stunden-Chart. Das kommt auf die verschiedenen Märkte an. Dann kommt man in den kurzfristigen Bereich und da kann man dann die Analysen bzw. diese Trendtendenzen, die sich dann in dieser Signallinie zeigt, zuordnen. Und je höher die Zeitebene ist, desto eher haben wir ein übergeordnetes Marktbild. Und je kleiner die Zeitebene ist, desto eher haben wir natürlich ein kurzfristiges Marktbild und desto mehr steigt das Timing und natürlich auch die Empfindlichkeit dieses Indikators. Schauen wir uns diese Signallinie nochmal genauer an. Ich habe hier den DAX Future und den Euro Bund Future im oberen Bereich. Das hatten Sie eben schon gesehen. Diese Signallinie ist jetzt genau eine solche Intermarket-Beziehung. Wir sehen hier in dem Dreieck, wir wollen die Über- und die Unterbewertung bzw. die Trendrichtung vom Anleihenmarkt und dem Aktienmarkt darstellen. Das ist dieser Quotient. Also die Berechnung ist Markt A durch Markt B für diejenigen, die unter Ihnen das mal nachmachen wollen. Und die Aussagekraft dieser Signallinie ist folgende. Wenn wir eine steigende Signallinie haben, dann ist das bullisch für den DAX und bärisch für den Bund Future. Ich habe das hier mal vergrößert, damit Sie das besser erkennen können. Hier in dem Bereich meiner Maus, hier im Bereich dieses roten Pfeils, habe ich mal diese Phase gekennzeichnet. Das ist eine fallende Signallinie und wir sehen, in dieser Phase ist der Euro-Bund Future tatsächlich sehr stark gestiegen. Und der Aktienmarkt sehr stark gefallen.
Dann hat diese Signallinie die Gegenrichtung eingenommen, also sie ist steigend gewesen. Das ist genau das, was ich eben gemeint hatte. Also eine steigende Linie ist bullisch für den DAX und tendenziell bärisch für den Bund Future. Und das Ganze sehen wir hier schön in einem Wechsel. Und wir hatten zuletzt eine sehr, sehr lange Phase mit einer steigenden Signallinie. Und diejenigen unter Ihnen wissen das, wir hatten zuletzt sehr, sehr intakte Aufwärtstrends im DAX, auch in den USA, im S&P 500, im Dow Jones. Und die Anleihenmärkte sind über Monate volatil, aber vom Preisniveau eher seitlich tendiert. Das erkennt man immer daran, wenn sich so eine Phase hier wechselt, hier in grau gekennzeichnet, dann ist maßschlaggebend der Endpunkt. Der Eintritt war hier zum Beispiel auf dem Niveau und das Ende war ähnlich auf dem Niveau. Deswegen haben wir hier so eine volatile Seitwärtsphase. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass die Benutzung dieser Signallinie hier unten, da muss man einmal auf die Richtung achten. Man muss zudem auf Hoch- und Tiefpunkte achten. Dazu kann man eine rudimentäre Charttechnik benutzen. Man kann Trendlinien in diese Signallinien hier einfügen. Und die Aussagekraft ist dieser Signallinie, dass sich ein Markt besser als der andere entwickeln wird. Das sieht man hier in dieser Phase besonders gut. Das heißt, der DAX ist gestiegen, der Anleihenmarkt ist nicht gefallen, sondern hat sich seitlich bewegt. Das heißt, in dieser Phase ist durch diese steigende Indikation die Aussagekraft richtig gewesen. Der DAX hat sich besser entwickelt als hier der Eurobund Future. Ja, die Frage ist, die Signallinie im unteren Bereich sieht aus wie der DAX. Das kommt daher, weil der Eurobund Future dementsprechend auch ähnlich verlaufen ist. Ich kann Ihnen aber sagen, dass die interessanten Bereiche im Detail liegen. Das heißt, wenn Sie sich diese Signallinie genauer anschauen, dann werden Sie sehen, dass Sie da einiges an Informationen herausbekommen können, wann Trendwenden oder gewisse Trendwendebereiche anliegen. Aber das werden wir uns gleich in der Folge nochmal genauer anschauen. Das habe ich nochmal für Sie auch extra aufgearbeitet. Zu den Fragen, die gerade kommen. Genau hier ist diese Folie. Ich habe Ihnen jetzt das Ganze mal am Bild vom DAX Future, vom Eurobund Future für die letzten Jahre aufgezeigt. Das heißt, wir haben hier ein langfristiges Bild. Wir wollen in diesem klassischen Intermarket-Quotienten ja die übergeordneten Trendrichtungen sehen. Wir wollen sehen in dieser Intermarket-Indikation, was ist am entscheidendsten für mich, in welche Richtung sollte ich mich positionieren, welche Trends sind denn aus Sicht großer Kapitalmarktgeber gerade am Laufen. Und ich habe Ihnen die verschiedenen Phasen hier mal eingezeichnet und da sehen Sie, dass das durchaus eine Relevanz hat. Sie können jetzt sagen, da unten der Indikator sieht natürlich aus wie der DAX, klar, keine Frage. Aber die Reaktion vom Eurobund Future ist ja dementsprechend, das kann man hier sehr, sehr gut sehen, steigend, seitlich, fallend, steigend. Wir haben entgegengesetzte Positionen und durch diese Trends, wie wir sie hier einzeichnen können, können wir uns das Ganze auch frühzeitig anerkennen lassen. Diese Signallinie, das werde ich Ihnen gleich, ja, diese Signallinie, also dieser klassische Quotient, das habe ich eben gezeigt, das ist einfach Markt A geteilt durch Markt B. Man nennt das einen sogenannten Spread-Quote. Welches Programm verwende ich hier in dem Beispiel? Das ist Trade Signal Online. Gut, an der Stelle hier mal ein Beispiel, die fallende Signallinie. Und hier nochmal das Beispiel für die steigende Signallinie hier an dem aktuellen Beispiel. Und hier kann man auch sehen, zuletzt im aktuellen Beispiel, wir haben eine fallende Signallinie und diese fallende Signallinie steigt in den letzten Tagen und wir haben immer noch diese Marktphase, dass die Aktienmärkte seitlich laufen, also hier in dem Fall der DAX. Und die Anleihenmärkte sind stark am Steigen, aber aktuell zeigt sich ja auch, wenn diese rote Linie hier zur Oberseite gebrochen werden sollte,
Dann ändert sich wieder die Marktphase, sollte diese Signallinie hier zur Unterseite abprallen, dann passiert genau das Gegenteil. Und da achten tatsächlich auch große Marktteilnehmer genau drauf. Wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter, denn diese klassische Intermarket-Linie, die kennen ziemlich viele. Wir haben diesen Indikator jetzt etwas weiterentwickelt. Wir nennen das den erweiterten TB-Intermarket-Indikator. Hier nochmal das Bild, wie Sie es gerade kennen. Und jetzt haben wir auf dieser Indikatorsignallinie noch einen RSI angelegt. Das heißt, wir kombinieren verschiedene Indikatoren. Das ist hier jetzt der untere Bereich. Im oberen Bereich sehen Sie noch immer diesen Quotienten, den wir eben gebildet haben. Das ist genau dieses Intermarket, diese Intermarket-Wechselbeziehung hier im oberen Bereich mit der Signalgebung. Und diese Signalgebung, diese Information bleibt ja immer noch erhalten. Durch diese neue Indikation bekommen wir jetzt noch weitere Informationen über den Markt. Und zwar haben wir dann hier eine ergänzte, eine erweiterte Signallinie durch den relative Stärkeindex ist aus dieser Signallinie ein Oszillator geworden. Dieser Oszillator, der oszilliert zwischen Extremen um einen Nullpunkt herum. Und das ist genau das, was uns weitere Informationen bringt. Wir können nämlich jetzt überbewertete und unterbewertete Bereiche mit definieren. Das heißt, wenn diese Signallinie, wie ich sie hier gezeigt habe, in einem oberen Bereich eintrifft, dann ist tendenziell einer der Märkte überbewertet. Das ist in dem Fall der DAX. Und einer unterbewertet, das ist dann der Bund Future. Und umgekehrt, wenn diese Signallinie im unteren Bereich eintippt, dann ist das genau umgekehrt und dementsprechend haben wir dann auch eher mit Trendwenden zu rechnen und die Kunst dabei ist es nun, diese beiden Signale zu kombinieren und daraus kann man dann nicht nur die Trends herleiten, also die Richtung der übergeordneten Kapitalmarktströme, sondern man kann jetzt plötzlich auch wesentlich mehr Informationen aus dem Markt herausziehen, wie weit ist ein Trendverhalten, wann habe ich mit Gegenbewegungen zu rechnen, sei es technische Gegenbewegungen. Es gibt auch in Aufwärtstrends innerhalb der Trends Gegenbewegungen. Das werden wir uns gleich nochmal in den Zeitebenen anschauen. Und wann ist final mit wirklichen Trendwenden zu rechnen? Das werden wir uns in der Folge gleich nochmal genauer anschauen. Und den Vorteil, den wir jetzt nun haben, ist folgender. Dieser Intermarket-Indikator, den Sie hier sehen, dieser klassische Intermarket-Indikator, der ist schon sehr, sehr alt. Der kommt noch aus Zeiten, wo die Profi-Trader tatsächlich mit Zettel, Bleistift und Taschenrechner verschiedene Märkte auseinanderdividiert haben, um genau diese Kapitalmarktströme erkenntlich zu machen, sich zu visualisieren und darauf dann einen sogenannten relative Stärke, also daraus einen Oszillator zu berechnen, war damals für die damaligen Verhältnisse ja utopisch. Die Rechenpower ist viel zu hoch gewesen. Mit unseren heutigen Chartprogrammen kann das aber fast jedes Standardprogramm. Man kann also jetzt diese Informationen weiterführen. Im Computerzeitalter kann man dann sich dementsprechend mehr Informationen anzeigen lassen. Und das Schöne ist, das Ganze kann man auch zeitgleich für alle möglichen Märkte machen. Das heißt, ich beschränke mich nicht nur auf den DAX und den Bund Future. Ich kann auch verschiedene andere Währungspaare, andere Anleihenpaare, andere Rohstoffmärkte dazu kombinieren. Ich kann mir die Verhältnisse zwischen den verschiedenen Intermarkets anschauen. Hier sehen wir das an den Pfeilen, hier nochmal dargestellt. Das heißt, ich kann alle möglichen Bewertungen zwischen Aktien und Rohstoffen, Aktien und Devisen und Aktien und Anleihen mir anschauen und mir daraus ein sehr, sehr konkretes Bild machen, in welche Richtung ich mich zu positionieren habe. In der Folge werden wir auch nochmal auf die Börsenpsychologie eingehen. Denn ich habe festgestellt, wenn diese Intermarket-Indikation, die wir hier vorgestellt haben, in ein gewisses Extrem hineinläuft,
dann ist besonders mit emotionalen Bewegungen zu rechnen. Gerade in diesen Extrembereichen sehen wir dann besonders intensive Trendbewegungen bzw. besonders starke emotionale Reaktionen an den Märkten, sei es Gier oder Angst. Das werden wir gleich nochmal, das werde ich am Beispiel des Goldmarktes zeigen. Da kann man das besonders gut sehen. Ich hatte es schon angekündigt, ein ganz kurzer Exkurs in die Zeitebenen. Die Zeitebenen möchte ich an der Stelle ansprechen, weil ich die als besonders wichtig empfinde. Viele machen den Fehler und schauen sich nur eine Zeitebene an. Das heißt, jetzt mal in einem Beispiel, wenn wir den DAX handeln wollen im Daytrading, dann schauen sich viele nur den Minuten, den 5-Minuten- oder den 15-Minuten-Chart an. Die etwas Fortgeschrittenen schauen sich vielleicht noch den Stundenchart an. Und dann hört es schon auf. Wir erleben in unserer Coaching-Laufbahn, in unserer Fortbildungslaufbahn immer wieder, dass sich die Menschen, die Trader, immer näher an die Märkte ranrutschen, immer weiter in einer einzelnen Zeitebene ja, gedanklich gefangen halten. Und mein Tipp an der Stelle ist, diese Zeitebenen durchaus ernst zu nehmen, immer zu zeigen, in welchen übergeordneten Trends laufen die Märkte denn gerade. Genau. Hier wurde gerade erwähnt, der eine Markt ist der andere gespiegelt. Klar, das habe ich deswegen gemacht, weil das ein idealisiertes Bild ist. Ich möchte Ihnen ja an der Grafik nur zeigen, was ich mit einem Aufwärtstrend hier im oberen Bereich sehe und mit einem Abwärtstrend im unteren Bereich. Diese Trenddefinition haben wir eben schon gemacht. Hier geht es um die Zeitebenen. Und zwar, hier haben wir übergeordnet ein Trendverhalten. Das ist ein Tageschart. Hier haben wir einen Aufwärtstrend, wir haben einen Abwärtstrend und wieder einen Aufwärtstrend. Und zoomt man jetzt genau in dieses blaue Kästchen hier hinein, dann haben wir innerhalb dieses Trends natürlich nochmal diese untergeordneten Zeitebenen. Und das ist genau das, was ich meine. Das ist auch das, was in vielen Analysen häufig durcheinander geworfen wird von anderen. Es wird ein Trend definiert, aber dieser Trend wird nicht einer Zeitebene zugeordnet. Das heißt, wenn ich Ihnen sage, der DAX befindet sich im Aufwärtstrend, dann muss ich eigentlich dazu sagen, in welcher Zeitebene ich das meine. Meine ich den Wochen-, den Tages-, den Stunden- oder den Minutenchart? Wenn ich im Minutenchart von einem Aufwärtstrend spreche, dann kann der innerhalb von einer Minute auch wieder gekippt sein. Wenn ich im Tageschart von einem Aufwärtstrend spreche, dann wird zumindest innerhalb des Tages dieser Trend wahrscheinlich nicht gebrochen werden. Es muss ja immer dann dieser einzelne Tag abgewartet werden. Hier kam die Frage, wenn ich im 5- und 10-Minuten Chartfenster handele, welche Zeitfenster ist dann wichtig für die Bewertung? Wenn Sie im 5- bis 10-Minuten Zeitfenster handeln, dann betreiben Sie sehr wahrscheinlich Daytrading, eventuell als Fortgeschrittener auch Trading über ein, zwei Tage, dann kann ich Ihnen nur sagen, Sie sollten sich trotz alledem den Tageschart anschauen. Der Tageschart ist maßgeblich für so gut wie alle Trading-Richtungen. Das heißt, wenn Sie im übergeordneten Zeitfenster im Tageschart einen Aufwärtstrend haben, dann sollten Sie auch im 5- oder 10-Minuten Zeitfenster natürlich sehr, sehr vorsichtig mit Short-Positionen sein. Denn wenn der übergeordnete Trend aufwärts gerichtet ist, kann es natürlich jederzeit passieren, dass diese Trendrichtung jederzeit wieder aufgenommen wird. Das werden wir in der Folge aber auch nochmal genauer zeigen. An der Stelle möchte ich diese verschiedenen Chartbilder, die ich gezeigt habe, diese verschiedenen Zeitebenen und diese Trenddefinitionen mit Ihnen mal zusammen am Beispiel des DAXes durchgehen. Das heißt, ein aktuelles Beispiel, damit Sie hier auch gleich eine Analyse für den DAX gleich mitbekommen. Wir werden jetzt hier das Ganze mal aus Sicht der Vorbereitung auf das Trading angehen, wie ich es betreibe. Und gerade für die verschiedenen Handelsstile ist es wichtig, diese verschiedenen Trendrichtungen dann auch zuzuordnen. Das heißt, wenn ich im Daytrading aktiv werden will, das ist eine sehr kleine Zeitebene, warum macht es dann Sinn, im langfristigen Zeitfenster mir den Trend anzugucken? Das kann ich sagen,
weil gerade sehr, sehr große Investoren auf den Wochenchart schauen. Und wenn diese im Wochenchart feststellen, dass wir einen Long-Trend haben und sie im Daytrading, also in kleiner Zeitebene, von einem gegenteiligen Szenario ausgehen, einem Short-Szenario, und ihre Position aufbauen und genau in dem Moment sich diese Investoren in den Markt hineinbegeben, dann wird ihr kleines Verkaufssignal direkt pulverisiert. Das ist den übergeordneten Kapitalgebern dann ziemlich wurscht, ob sie ein Verkaufssignal haben oder nicht. Der Markt wird dann rutschartig zur Oberseite nach oben gedrückt. Das sind dann teilweise Bewegungen, die auch relativ schnell und intensiv abgehen. Und das sind dann einfach Marktteilnehmer, die aus einer übergeordneten Zeitebene in den Markt hineingehen, weil sie sich positionieren wollen. Und da sollte man dann gerade im Daytrading auf der Hut sein. Das heißt, wenn Sie gegen diese übergeordneten Trendrichtungen handeln, dann müssen Sie sich durchaus bewusst sein, dass wenn gewisse Bereiche angelaufen werden, hier große Investoren durchaus ein Interesse daran haben, jetzt auch schlagartig in den Markt hineinzugehen. Gut, fangen wir das Ganze mal an. Hier wird die Frage gestellt nach dem Inventory Retracement Bars. Die kenne ich jetzt nicht, deswegen kann ich mich da schlecht zu äußern. Wenn das, was ich hier so erzähle, tatsächlich jemand da in einen Indikator hineingepackt hat, dann kann das durchaus sein. Da möchte ich nur die Empfehlung machen, sich diesen Indikator dann in seiner Zusammensetzung genau anzuschauen, ob der dann auch genau das tut, was er verspricht. Gut, gehen wir das Ganze mal für den DAX durch. Wir sehen hier jetzt den DAX in meiner sogenannten Big Picture-Ansicht. Das ist eine gewisse Chart-Analyse. Dieses Big Picture ist ein Wochenchart, sehen wir hier oben links. Es geht über viele Jahre, seit dem Jahr 2000 bis heute 2014. Und dieses Bild, das schaue ich mir deswegen an, weil ich wissen will, wie in welche Richtung laufen die Haupttrends und welche Trends haben wir aus charttechnischer Sicht. Das sind hier die roten und blauen Trendlinien. Und welche Trends haben wir aus markttechnischer Sicht. Das sind dann die Hochs und Tiefs, die markanten Hochs und Tiefs, die wir hier im Markt haben. Und dieses übergeordnete Marktbild, das brauche ich, um für mich ein objektives Bild, also einen kühlen Kopf zu bewahren und Entscheidungen zu treffen. Ich möchte wissen, in welcher Marktphase befinden wir uns gerade, was ist an der Börse möglich, was passiert, wenn gewisse Niveaus ja, gebrochen oder überhandelt werden. Gehen wir das Ganze mal an dem Beispiel hier durch. Hier in Schwarz haben wir die Trendlinie, das ist dieses Aufwärtstrend, der charttechnische Aufwärtstrend seit 2013. Den sehen wir, da kann der DAX hier fast schon einen Crash hinlegen bis 6200 Punkte. Und diese Aufwärtstrendlinie wäre im DAX Performance Index immer noch, würden wir von einem langfristigen Aufwärtstrend sprechen. Der zweite markante charttechnische Trend ist der seit 2009. Der hat die Auflagepunkte hier in blau gekennzeichnet. Da wäre die aktuelle Korrekturbewegung bis in den Bereich 7600 bis 8000 Punkte, also ein gewisser Bereichsniveau. Das deckt sich mit diesem Ausbruchsniveau hier mit den Hochs in dem Bereich. Ich habe es mal mit einem blauen Kreis gekennzeichnet. Wenn der DAX hier auf diese 8000 Punkte absetzt, dann bleibt sogar noch der Aufwärtstrend seit 2009 intakt. Und wir können einen Aufwärtstrend seit 2011 sehen. Und dieser Aufwärtstrend in Blau mit den Auflagepunkten hier in dem Bereich, der ist schon gebrochen worden. Das heißt, der Aufwärtstrend seit 2011, der steht gerade zur Disposition. Aus charttechnischer Sicht ist dieser Trend gebrochen. Wir hatten daher auch hier diese Abverkaufswelle, wer die mitgehandelt hat. Da ging der DAX innerhalb von kurzer Zeit, von ein paar Tagen, um 1000 Punkte zur Unterseite. Das definiert auch gerade diese aktuelle Range, in die sich der DAX befindet. Denn aus markttechnischer Sicht
wurde das letzte Tief nicht auf Wochenschlusskursbasis unterboten. Das heißt, wir sind hier jetzt mit diesem Verkaufssignal in so einer neutralen Phase drin. Der DAX muss jetzt entscheiden, ob diese Korrekturbewegung zur Unterseite weitergeführt wird oder wenn der DAX über diese letzten Hochs zur Oberseite ausbricht, dann geht der Trend, dann sprechen wir hier von so einer Konsolidierung und dann geht der Trend in die nächste bullische Phase. Das heißt, dann wäre eine Ausbruchsbewegung zur Oberseite wahrscheinlich. Soweit wird das von Ihnen wahrscheinlich jeder auch selbst analysieren können. Was wir jetzt machen ist, wir schauen uns diese Bereiche dann auch aus Sicht mit unseren Indikatoren an. Dazu zoome ich etwas näher rein in das Bild. Wir sind hier jetzt immer noch im DAX-Wochenchart. Ich habe jetzt hier aber im unteren Bereich meine Intermarket-Indikatoren mit eingeblendet. Das sind genau die Indikatoren, die wir gerade besprochen haben. Und drei deswegen, weil ich mir das natürlich auch aus Sicht aller Märkte angucken will. Hier haben wir einmal den DAX. Den DAX, das ist der Analysechart, der Analysepreisfenster. Wir wollen im DAX handeln. Und im unteren Bereich habe ich eine Intermarket-Indikation gegenüber dem Anleihenbereich, darunter den Devisenbereich und den Rohstoffbereich. Hier sehen wir diese Aufwärtstrendtendenz in Blau. Hier wurde sie gebrochen, dieses Verkaufssignal, das sich hier in unserer Intermarket-Indikation schon am Anfang des Jahres gezeigt hat. Hier genau seit dem 26.01. Da kam das zweite, das markante Verkaufssignal. Seitdem tendiert der DAX tatsächlich volatil seitlich. In diesem Verkaufsmodi sind wir bis zur Zeit noch immer. Und ich habe hier mal die verschiedenen Niveaus gekennzeichnet, wann sich eine Marktlage im langfristigen Zeitfenster verändern würde. Aktuell sind wir in so einem neutralen Bereich zwischen 9.400 und 10.000 Punkten. Fällt der DAX unter die 9.400 darunter, dann wird dieses bärische Signal bestätigt. Das heißt, es wird zumindest Platz bis an die letzten Tiefs und darunter sprechen wir dann von einer Trendbeschleunigung. Dann sind wir in einem Bereich, wo diese fallende, dieses abziehende Kapital durchaus in die nächste Phase gehen sollte. In dem Bereich wäre der Neutralmodus dann beendet und der Markt würde tatsächlich in Form einer Trendwende in eine Gegentrendbewegung übergehen und bricht der Markt über die 10.000er Punkte, speziell über 10.056 Punkte auf Wochenschlusskursbasis aus, dann wird das Trendbewegung, die alte Trendbewegung wieder aufgenommen, wenn zeitgleich diese Indikationslinien auch wieder steigen und die stagnieren aktuell etwas. Das heißt, dieser Neutralmodus, der wird uns dann mit einem Ausbruch im Prinzip zeigen, wo es langfristig dann weitergeht. Hier habe ich dann nochmal gezeigt, was ich mit diesen Indikatoren meine. Das im oberen Bereich ist der Aktien- und Anleihenbereich, das darunter ist der Aktien- und Devisenbereich, und darunter nochmal der Aktien- und der Rohstoffbereich. Ich gehe nochmal kurz die Fragen durch. Hier ist die Frage, wenn ich einen Minutenchart handeln möchte, steige ich zeitlich wann ein? Fragezeichen, ich sehe mir ja dann zuerst den Tageschart an. Ja, wenn Sie in einem Daytrading-Szenario sind, dann müssen Sie auf diese übergeordneten Trends, die wir sehen, natürlich dann auch in der kleineren Zeitebene eine Strategie haben. Diese Strategie könnte relativ einfach aussehen, wie zum Beispiel ein gleitender Durchschnitt wird unterschritten, oder ein Dreieck im Stunden- oder Minutenchart bricht zur Unterseite aus oder zur Oberseite. Sie brauchen noch ein weiteres Signal in dieser kleineren Zeitebene. Und der Trick dabei ist einfach, wenn im übergeordneten Chartfenster ein Aufwärtstrend zu erkennen ist, dann bevorzugen Sie natürlich Situationen, Ausbrüche in Long-Richtung. Das können natürlich auch Widerstandsbereiche sein, die zur Oberseite durchschritten werden. Und im Short-Modus, also wenn im Tagesbereich der jeweilige Markt im Verkaufsmodus ist, dann bevorzugen Sie natürlich im Minutenchart eher die Verkaufssignale.
Dann, warum wird bei der DAX-Analyse nie der Kursindex verwendet? Das machen wir tatsächlich im Hintergrund. Wir schauen uns den Kursindex auch sehr genau an. Gerade im internationalen Vergleich ist der Kursindex sogar aussagekräftiger als der DAX Performance Index. Diese Performance, die schaut sich im Prinzip im Ausland kein Mensch an. Die ausländischen Indizes sind auch alles Kursindexe. Das heißt, hier können Sie tatsächlich noch eine weitere Zusatzinformation bekommen. Aber im deutschsprachigen Raum hat sich dieser DAX Performance Index tatsächlich durchgesetzt. Was nehmen Sie zum Beispiel für die Erstellung des Intermarket-Indikators Index versus Rohstoffe? Ja, darauf kann ich nochmal eingehen. Ich habe in meinem Trading dann diese verschiedenen Währungen oder diese verschiedenen Paare bin ich genau durchgegangen. Hier in dem Fall im unteren Bereich nehme ich den DAX, klar. Und als Rohstoffindex habe ich hier unten einfach Gold in US-Dollar genommen, weil ich gemerkt habe, für den DAX funktioniert das mit dem Gold am besten. Da habe ich statistische Auswertungen gemacht. Tendenziell kann man natürlich auch einen Rohstoffindex verwenden. Aber meine Erfahrung ist, dass die Signallage gerade im DAX mit dem Rohstoff Gold sehr, sehr gut funktioniert. Das ist aber auch ein bisschen von dem jeweiligen Markt, den Sie handeln wollen, unterschiedlich. Wenn Sie zum Beispiel jetzt den Nikkei oder sowas handeln wollen, dann ist die Kombination Nikkei-Kupfer sehr, sehr gut. Oder anderes Beispiel, wenn Sie Gold handeln wollen, dann nehmen Sie natürlich den US-Dollar. Es gibt so verschiedene Währungspaare, die sind allgemein bekannt, die funktionieren sehr, sehr gut. Und da ist auch ein bisschen ausprobieren. Das ist so meine Aufgabe als Analyst. Ich schaue mir genau an, welche dieser Paare sind denn besonders in ihrer Aussagekraft besonders relevant? Gut, jetzt haben wir uns den Wochenchart angeschaut und dann gehen wir natürlich noch mal eine Zeitebene tiefer. Das ist für mich dann sozusagen das Feintuning. Feintuning in dem Sinne, dass wir übergeordnet eine hohe Zeitebene haben und wir gehen eine Zeitebene tiefer. In dieser Zeitebene kann man das Feintuning natürlich dann machen. Wer im Daytrading aktiv ist, macht das dann eben. Dann ist die Daily Intermarket-Analyse das übergeordnete Bild und die Stundenanalyse das Feintuning. Ja, das kommt immer darauf an, in welcher Zeitebene man sich bewegen möchte. Ich gehe jetzt in dieser PDF mal von meinem Swing Trading aus. Dieses Swing Trading basiert auf dem Wochen- und Tageschart. Und wenn es sich dann im Tageschart anbietet, dann handle ich natürlich auch im Daytrading-Bereich. Und hier sehen wir gleich eine Situation. Da könnte sich durchaus auch eine Daytrading-Situation anbahnen. Das werden wir jetzt an der Stelle mal besprechen. Also, wir hatten gesehen, im DAX übergeordnet haben wir einen neutralen Modus. Im mittelfristigen Zeitfenster hatten wir seit dem 19.8., Sie sehen das hier an diesen Unterbewertungen, hatten wir einen Bullmodus, eine steigende Tendenz. Das heißt, in dem Zeitfenster haben wir den Markt mittelfristig long handeln können. Und aktuell wird genau dieses Szenario, wir hatten es angesprochen, hier schon im Prinzip in Frage gestellt, weil hier diese Kerze diese Trendtendenz unterschritten hat und zeitgleich auch hier dieses Markttief, haben wir uns dazu entschlossen, den Bullmodus, der hier gestartet wurde, das ist aus unserer regeltechnischen Sicht ein Verkaufssignal, aber dieses Verkaufssignal hat nur eine starke Unterstützung getroffen. Das war für mich Anreiz genug, den Markt nicht direkt in den Bärmodus zu setzen, denn solche starken Unterstützungen können den Markt zeitweise tatsächlich noch einmal bremsen. Das sehen wir heute im Verlauf. Ich glaube, der DAX ist im Tagesverlauf wieder hier 10, 20, 40 Punkte hochgestiegen. Müsste ich jetzt mal genau gucken. Allerdings die Aussagekraft im Tageschart ist, dass wir uns weiterhin im neutralen Bereich befinden. Das heißt langfristig neutral, mittelfristig neutral. Wann ändert sich das im mittelfristigen Zeitfenster? Es ändert sich, wenn wir einen zweiten Tagesschlusskurs nun unterhalb von 9.593 Punkten bekommen. Sollte der DAX heute im Tagesverlauf noch darunter fallen, also im Future, oder im Verlauf des morgigen Tages, dann wäre hier unterhalb dieser Marke auf Tagesschlusskursbasis
der Bärmodus aktiv, dann würden wir eine Abwärtsbewegung als das wahrscheinlichste Szenario sehen. Die Intermarktindikationen sind schon am Fallen. Und umgekehrt, wenn sich jetzt hier in diesem Unterstützungsniveau, in dieser neutralen Zone der Markt weiter fangen kann und er schafft es tatsächlich über die 9.825 Punkte auszubrechen, dann ist dieses Verkaufssignal, das wir hier sehen, unbestätigt. Wir haben ja keine tieferen Kurse unterhalb dieses Punktes. Und dann haben wir diese Neutralphase, wie wir es hier gezeigt haben. Also dieses Verkaufssignal ist nur eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Und mit dem Ausbruch aus dieser seitlichen Handelsrange würde dann hier wieder ein bullisches Szenario entstehen. Und wie würde ich das im Daytrading nutzen? Im Daytrading wäre es natürlich dann interessant, wenn diese Marke hier innerhalb des Tages gebrochen wird, dann ist ein Impuls zur Unterseite zu erwarten. Das kann man im Daytrading dann die Short-Positionen bevorzugen. Gerade dann auf solche Bestätigungen sind meist sogar sehr heftige Bewegungen zu sehen. Das haben wir hier so gesehen. Oder umgekehrt, wenn der Tagesschlusskurs oberhalb dieses Niveaus hier endet, ist am Folgetag mit einem bullischen Szenario zu rechnen. Ja, so kann man das dann als Filterung für die nächst tiefere Zeitebene nutzen. Gehen wir das Ganze mal aus Sicht einer Strategie durch. Wir schauen uns jetzt mal Trendfolgestrategien oder Countertrendstrategien an. Was meine ich damit? Trendfolgestrategien nutzen Bereiche, in denen ich gewisse Trendbewegungen in voller Gänze mitnehmen möchte. Und Countertrendstrategien sind sogenannte antizyklische Einstiege. Das heißt, ich arbeite bewusst gegen den Trend. Wenn ich das richtig mache, kann ich das tatsächlich auch gut timen. Da lassen sich sehr hervorragende Strategien mit entwickeln. Und für diese Definition von Counter und Trendbewegungen, da muss ich natürlich mir erst einmal anschauen, wie baut sich ein Trend in den verschiedenen Marktphasen auf. Ich habe das hier mal idealisiert gezeigt. Im Normalfall haben wir eine seitliche Phase. Diese seitliche Phase bricht in einen Trend aus. Ein Trend geht in eine Beschleunigung über. Und genau dieses Muster sehen wir dann auch auf der Verkaufsseite. Also aus einer beruhigten Zone kommt ein Abwärtstrend und der geht in eine Beschleunigung zur Unterseite über. Im positiven Szenario nennen wir das dann so eine Euphorie und im negativen Szenario ein Crash oder eine Panik. Hier habe ich das Ganze mal mit echten Chartbildern untermalt. So sieht das dann in der Realität aus. Wir haben hier so eine Findungsphase. Hier in dem Fall ist sie sogar leicht abwärts gerichtet. Hier in dem Bereich haben wir den Ausbruch in eine Trendbewegung. Mit dem Ausbruch aus diesem Trendkanal sind wir hier in diese Beschleunigung übergegangen und in dieser Beschleunigung, die wird dann im Prinzip irgendwann gebrochen und dann kommt natürlich das Gegenszenario und im Abwärtstrend sieht es hier wie folgt aus. Wir haben hier so eine Stagnationsphase, eine Trendphase und dann eben diese Abverkaufsphase. Das ist der idealisierte Trendverlauf. Genau dieses Marktverhalten zeigt sich immer wieder, das zeigt sich auch in allen Zeitebenen. Das zeigt sich im Wochenchart, im Tageschart, das zeigt sich bis runter in den Tickchart sogar. Das heißt, das ist ein normales Verhalten, wie es an sich an den Märkten immer wieder zeigt. Und das können wir perfekt nutzen, denn für Trendfolgestrategien ist natürlich diese Trendphase bis hin in die Trendbeschleunigung interessant. Und auf der Short-Seite natürlich auch die Trendphase zur Unterseite mit diesem Abverkauf. Und für Counter-Trendphasen, das heißt Bereiche, wann ich mich in den Markt hineinbegebe und darauf setze, dass Gegensignale kommen. Counter-Trend heißt, ich agiere gegen den Trend. Das heißt, mit einer Beschleunigung in einem fortgeschrittenen Trend steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass größere Marktteilnehmer Gewinne mitnehmen wollen. Es kommt also zu starken, heftigen Gegenbewegungen. Es kommt zu Umschichtungen. Diese werden genutzt.
Und genau diese Phasen nennen wir dann diese Counter-Trend-Phasen. Diese gibt es sowohl im Long- als auch im Short-Trend. Hier in dem Beispiel sieht man dann hier diese sehr heftigen Gegenbewegungen. Das heißt, immer dann, wenn wir in dieser Phase in ein gewisses Extrem laufen, ist mit starken Gegenbewegungen zu rechnen. Hier sieht man diese Phasen auch bis hin in diesen Trendwechsel. Und genau diese Sachen, die können wir in unserem Trading nutzen. Ich habe hier nochmal aktuelle Beispiele für diesen Trendaufbau aus dem US-Dollar-japanischen Yen. Da hat sich zuletzt hier dieses bullische Szenario, wir hatten eine seitliche Phase, eine Trendphase, eine Beschleunigungsphase. Die konnte man im Tageschart sehr, sehr gut nutzen. Und im Gold, da habe ich mal eine längerfristige Phase aus dem Jahr 2012, 2013. Sie werden die wahrscheinlich kennen, das war der Bereich, wo der Goldmarkt zusammengebrochen ist. Das hat sich auch angekündigt. Wir hatten eine seitliche Phase, so eine Topping-Phase, eine Trendphase und eine Panikphase. Und unsere Intermarktindikation, die wir eben gezeigt hatten, die kann uns tatsächlich auf solche Phasen vorbereiten. Das werden wir hier jetzt mal an dem Beispiel durchgehen. Den Chart kennen Sie, das ist wieder der DAX Future im Tagschart. Und ich habe hier mal die Phase gekennzeichnet, wo es interessant war, auf Counter-Trend-Strategien umzusetzen. Das war genau der Bereich, wenn wir in unseren Intermarktindikationen in eine Unterbewertung einlaufen. Hier waren wir stark unterbewertet gegenüber dem Goldmarkt. Das heißt, mit diesem Abverkauf war dann mit technischen Gegenreaktionen zu rechnen. Das heißt, mit diesem Abverkauf in den unteren Bereich war die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Counter-Trend-Strategien besser funktionieren, war gegeben. Und im Umkehrschluss im Vorfeld war natürlich das Trendverhalten besser. Schauen wir uns die andere Szene an. Hier ist unsere Indikation in den überbewerteten Bereich eingelaufen. Ab dem Zeitpunkt hier war es auch interessant, auf Counter-Trend-Strategien zu setzen, bis eben der Gegentrend einsetzt oder der Trend wieder aufgenommen wird. Und das war auch nochmal hier der Fall. Das heißt, allein im Jahr 2014 im Tageschart hatten wir da schon drei wunderbare Situationen, wo man sich perfekt auf die Märkte einstellen konnte. Und aktuell, wer hier aufgepasst hat, sieht, dass wir aktuell hier wieder ein solches Szenario bekommen. Es macht tatsächlich gerade Sinn, auf diese bullische Bewegung Countertrend zu reagieren. Das heißt, diese Abwärtsbewegung hat uns tatsächlich nicht überrascht. Und zwischen diesen Countertrendphasen sind die Trendfolgephasen. Das sieht man einmal hier. Von einem Extrem laufen wir ins andere Extrem. Wer hier sich positioniert hat, konnte diesen Trend zur Oberseite mitnehmen. Zwischen dieser Phase war ein Abwärtstrend. Den konnte man ebenfalls mitnehmen. Von diesem Verkaufssignal oder hier einem Durchbruch durch diesen unteren Bereich bis zu dem Gegensignal waren das hier immer noch 500, 600 Punkte. Das heißt, diese Spanne war in trendtechnischer Sicht eindeutig mitzunehmen und die letzte Trendphase, die wir gesehen haben, war von diesem Kaufsignal bis zum jetzigen Widerstandsniveau. Diese Trendphase ist, wie gesagt, noch nicht beendet, aber mit dem heutigen Tag wird sie tatsächlich oder mit dem gestrigen Tag wird sie erstmal in Frage gestellt. Das wichtige Niveau ist hier die 9593. Also, in dem Bereich Counter-Trend-Strategien, die machen Sinn. In den Zwischenbereichen lieber auf Trend-Folgestrategien setzen. Kommen wir zum Thema der Börsenpsychologie. Ich hatte es angekündigt und an der Stelle wollen wir mal näher drauf eingehen. Man kann nämlich diese Indikationen, wie ich sie vorgestellt habe, auch aus Sicht der Börsenpsychologie mehr deuten. Wir haben festgestellt, dass in gewissen Bereichen gewisse Bewegungen, gewisse emotionale Reaktionen realistisch sind. Man muss damit rechnen. Wir werden uns jetzt diesen Endteil im Gold mal genauer anschauen. Wir sehen hier einmal Gold in US-Dollar im Wochenchart. Den Wochenchart habe ich einfach genommen, weil sich hier das Beispiel am besten zeigen lässt. Da kann das dann jeder nachvollziehen. Und diese Aufwärtstrendbewegung, Sie werden es wissen, ist zuletzt in diesen Abverkauf hineingegangen. Und genau diesen Bereich werden wir uns jetzt mal aus Sicht der Börsenpsychologie anschauen und mit dem unteren Intermarket-Indikator kombinieren. Und wer sich schon mal mit der Börsenpsychologie
auseinandergesetzt hat, der weiß, dass das ein Zyklus ist. Und zwar von einem Normalzustand gehen die Marktteilnehmer in eine mutige Phase über, von der mutigen Phase in eine Euphoriephase. In der Euphoriephase gibt es erste Rückschläge, das führt zu Irritation und Enttäuschung. Dann kommt die Angst bis in den Pessimismus und dann normalisiert sich das Marktbild wieder und dieser ganze Zyklus geht wieder von vorne los. Gehen wir das mal am Goldmarkt Schritt für Schritt durch und schauen uns die Intermarket-Indikationen an. Hier haben wir so eine normale Phase. Unsere Indikation hat hier ein Kaufsignal gegeben und dieses Kaufsignal, die Intermarket-Indikation, begann zu steigen. Das war für uns das Zeichen, okay, es fließt Kapital in den Markt hinein. Der Markt sollte ein normales Trendverhalten ausbilden. Das ist genau bis zu diesem Zeitpunkt hier auch dann erfolgt. In diesem Zeitpunkt kam es dann zu einem Verkaufssignal, einem überbewerteten Bereich. Und dieser überbewertete Bereich hat zu einer Konsolidierung geführt. Der charttechnische Trend, der wurde hier in der Vergangenheit weitergeführt. Das sieht hier ein bisschen seltsam aus. Aber was ich damit sagen wollte, hier diese markanten Tiefs wurden nicht unterboten. Das heißt, hier kam es zu so einer Konsolidierung auf tiefem Niveau. Unsere Indikation drehte in diesem Bereich hier wieder zur Oberseite. Es wurden keine markanten neuen Tiefs gebildet. Das Trendverhalten war immer noch intakt. Das heißt, mit dem Ausbruch auf neue Hochs in dem Bereich sind die Anleger mutiger geworden und in eine beschleunigte Trendbewegung hineingekommen. Und diese beschleunigte Trendbewegung ist dann in dem Bereich, als der Trend immer noch intakt war, in eine Euphorie übergegangen. Diejenigen unter Ihnen, die den Goldmarkt damals gehandelt haben, als der innerhalb weniger Tage auf 2000 US-Dollar angestiegen ist, die werden das hier als Euphoriephase auch empfunden haben. Der Markt hat in dieser Zeit täglich einiges an Prozent mitgenommen. Das war ein richtig starker, volatiler Markt zur Oberseite. Man konnte ja tatsächlich von einer Euphorie sprechen. Und wie es so ist, in einer Euphorie kommt es dann zu heftigen Gegenbewegungen. Das heißt, die Leute, die hier Gewinne mitgenommen haben in dieser Zeit, die werden irgendwann zu Käufen, also zu Verkäufern. Das zeigte sich durch diesen starken überbewerteten Bereich, den wir hier gesehen haben. Es kam zu einem Trendtest und mit diesem Trendtest hier in dem Bereich wurde dann dieses überbewertete Bereich auch mit dem charttechnischen Signal negiert. Es kam zu einer Irritationsphase, einer Konsolidierung. In dieser Phase waren viele Marktteilnehmer, die auf diese Trendbewegung zur Oberseite waren, die wurden enttäuscht. Dieses Marktverhalten, diese Bewegung hier haben keine neue nachhaltige Bewegung über 2000 Punkten, über 2000 US-Dollar hervorgerufen. Das führte zur Angst. Das kam hier zu einer Gegenbewegung. Und dieses Angstverhalten ging dann über in dieses in diesen Abverkauf runter bis damals auf 1200 Punkte. Und hier kann man schon ganz schön sehen, dass dieses ideale börsenpsychologische Bild auch in unserer Intermarket-Indikation passt, denn wir hatten zum einen das Trendverhalten hier gesehen, wir hatten diese beschleunigte Phase gesehen, wir hatten diese Irritationsphase. In dieser Irritationsphase hatten wir hier sogar diese Aufwärtsbewegung nochmal gesehen und als diese Aufwärtsbewegung im Vorfeld hier zur Unterseite drehte, da ist das Ganze dann bis in ein Extrem reingegangen und wir schauen uns jetzt mal den aktuellen Stand an. Das hier ist genau der Verlauf mit dem heutigen Stand von vor ein paar Stunden. Da sehen wir dieses Abverkaufsmuster. Wir hatten gesehen, wir sind hier in so einer Angstphase drin gewesen. Auf dieser Angstphase hat sich hier so ein dreieckartiges Konsolidierungsmuster gebildet. Und was in unserem Zeitfenster noch fehlt, ist, also in unserer idealtypischen börsenpsychologischen Fenster, ist der Pessimismus. Das heißt, wir warten auf eine Phase, in der jeder den Goldpreis fallen sieht, pessimistisch ist gegenüber dem Goldpreis. Man möchte es loswerden. Und wie man hier sieht, dieser langfristige Trend und hier auch dieses dreieckartige Formation bricht gerade zur Unterseite aus. Das heißt, für ein pessimistisches Szenario ist hier im Prinzip gerade vor kurzem
der Startschuss gegeben worden. Und wenn es jetzt tatsächlich, wie es hier die Indikationen andeuten, zu weiter fallenden Kursen kommt, in einem pessimistischen Marktumfeld sind heftige Bewegungen zu sehen. Das hier ist da so ein Beispiel. Sowas kann dann durchaus recht schnell passieren. Das heißt, an der Stelle kann man schon sagen, hier frühzeitig Long-Positionen im Goldmarkt aufzubauen, das ist aus meiner Sicht, aus Sicht der Intermarkets, gerade ein riskantes Szenario. Man sollte hier auf gewisse Bodenbildungen warten. Man sollte auf gewisse positive Impulse warten. Solange die ausbleiben, könnte es hier in diesem Szenario durchaus zu heftigen Reaktionen zur Unterseite kommen. In diesem Szenario wird es dann, sollte es denn eintreffen, auch wieder dementsprechend mediale Unterstützung geben. Und in der Regel ist es dann so, auf solche heftigen dynamischen Bewegungen folgen auch sofort die dynamischen Gegenbewegungen. Das sind dann die sogenannten Euphoriephasen nach einem Crash oder im gegenteiligen Szenario nach einer starken Kaufphase folgt meistens eine Panik. Ja. Das heißt, beachten Sie die Grundregeln der Börsenpsychologie, die kann Sie auf zukünftige Gegebenheiten an den Märkten durchaus vorbereiten. Gut, an der Stelle möchte ich überleiten zum Thema Systemoptimierung. Was meine ich damit? Unter Ihnen werden wahrscheinlich auch die ein oder andere Trader sein, der versucht hat, seine Handelsstrategien, die er hat, zu programmieren. Also automatisiertes Handeln, ein sogenannter EA, ein Expert Advisor, übernimmt das Trading für Sie. Dieser kann die Handelsregeln für Sie umsetzen. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal zeigen, wie man hier auch die Intermarket-Analyse mit ins Spiel hineinbringen kann. Um das Ganze Ihnen auch gut zu zeigen, brauchen wir als erstes mal eine Strategie und ein Handelssystem. Das werde ich Ihnen gleich vorstellen. Diese Strategie werden wir dann mit Regeln definieren. Das heißt, ich werde Ihnen eine richtige Daytrading-Strategie im DAX zeigen. Eine einfache Daytrading-Strategie, die tatsächlich auch so gehandelt werden kann. Sie werden sie wahrscheinlich sogar kennen. Und genau diese werden wir dann auswerten in einem möglichst langen Zeitraum. Ich habe mich hier für einen gewissen Bereich entschieden. Ich möchte an der Stelle für diese kleine, leichte Strategie einfach nur mal aufzeigen, in diesem Zeitraum, welche Möglichkeiten diese Strategie da geboten hat. Und das Ganze werden wir dann nochmal mit diesen vorgestellten Intermarket-Trends machen. Das heißt, wir machen zwei Auswertungen. Einmal mit und einmal ohne die Filterung. Die werden wir dann vergleichen. Der Sinn der Sache ist es einfach zu zeigen, dass eine logische Vorfilterung von Signalen tatsächlich das Trading effektiver machen kann. Und ein effektives Trading bedeutet in dem Fall natürlich auch profitableres Trading. Also beginnen wir mit der Idee, die Logik der Strategie. Ich habe mich für eine Strategie entschieden, die werden Sie kennen oder die könnten Sie kennen als sogenannte Golden Cross-Regel oder als Schneide-den-Durchschnitt-Regel. Ich habe das hier mal verdeutlicht. Auf der einen Seite haben wir hier einen gleitenden Durchschnitt. Dieser gleitende Durchschnitt ist ein normaler 200er Schnitt. Wir haben hier einen Stundenchart, das heißt, diese Handelskerzen sind Ein-Stundenkerzen. Wir bewegen uns also intraday, das ist eine Daytrading-Strategie. Und dieser gleitende Durchschnitt ist 200, das sind die Stunden, also 200 Stunden. Dieser gleitende Durchschnitt wird auch SMA, Simple Moving Average, genannt. Wenn Sie das für sich mal nachbauen und überprüfen wollen. Wir arbeiten in einem Kerzenchart in einer logarithmischen Einstellung. Und die Idee, die Strategie, die ich hier vorstellen will, ist folgende. Immer dann, wenn der Kurs, also hier die Kerzen, den gleitenden Durchschnitt von unten nach oben schneiden, dann haben wir ein Kaufsignal. Also hier in dem Fall wäre das Ende dieser Stundenkerze, das wäre das Einstiegsniveau. Wir gehen nämlich dann davor aus, wenn der Kurs oberhalb seines gleitenden Durchschnittes notiert,
dann haben wir einen Long Trend. Und umgekehrt, wenn der Kurs wie hier unter den gleitenden Durchschnitt drunter fällt, dann gehen wir davon aus, dass der Markt in einen Short Trend übergeht. Der Kurs ist unterhalb seines gleitenden Durchschnitts. Dann macht es für mich Sinn zu verkaufen. Und da ich die Strategie einfach halten wollte, machen wir es so, wir haben eine Position und diese wird immer nur gedreht. Das heißt, wir haben ein Kaufsignal, wir kaufen einen Long und halten den so lange, bis das Verkaufssignal kommt und dann drehen wir diese Long-Position einfach in eine Short-Position. Also ein ganz einfaches Handelssystem. Den Auswertungszeitraum habe ich definiert vom 12.11.2010 bis zum 14.09.2011. Ich habe mich für diesen Zeitraum deswegen entschieden, das mache ich in meinem privaten Trading auch so, weil in diesem Zeitraum besonders viele Phasen gezeigt werden. Wir haben ein Trendverhalten, wir haben ein Countertrendverhalten, wir haben eine V-förmige Formation, wir haben einen seitlichen Markt, wir haben eine crashartige Formation. Das heißt, ich bilde hier verschiedene Marktphasen ab und will auch wissen, wie hat mein System in diesen verschiedenen Phasen sich gezeigt. Wenn ich natürlich eine richtige Daytrading-Strategie live schalte, dann schaue ich mir nicht nur so einen kleinen Zeitausschnitt an. Dieser kleine Zeitausschnitt ist einfach dafür gedacht, um die Idee, die ich hier zeigen möchte, mit der Intermarktindikation etwas zu verdeutlichen, wenn Sie diese Strategie tatsächlich nachmachen wollten, was ich an der Stelle nicht empfehlen würde, denn es gibt bessere. Aber sollte das der Fall sein, dann sollten Sie natürlich einen wesentlich längeren Zeitraum als den hier vorgestellten auswerten. Gut, ich habe das mal gemacht für genau diesen Zeitraum. Gehen wir es nochmal durch. Also hier ein Einstieg ist hier in dem Fall, da sind wir long gegangen, hier ist der Kurs wieder zurückgefallen, hier haben wir das gedreht in eine Short-Position, hier haben wir es wieder sofort gedreht in die Long-Position. Einstiegsmoment war immer der Stundenschlusskurs und hier ging das hin und her. Hier hat man natürlich Verluste gemacht und irgendwann setzte hier tatsächlich dieser Trend ein. Das ist diese Gewinnphase. Hier gab es einen starken Rücksetzer, darunter gab es wieder ein Verkaufssignal und hier diese Differenz, das war der Gewinn. Und wenn man das jetzt für diesen Zeitraum komplett auswertet, dann bekommt man 66 Trades. Von diesen 66 Trades hat man 10 Treffer. 56 Fehlsignale. Entschuldigung. Und das heißt, wir haben eine Fehlerquote von ungefähr 85%. Wir haben eine Trefferquote von 15%. Das hört sich auf den ersten Blick erstmal schlecht an. Wir arbeiten ja hier mit de facto einem Trendfolgesystem. Das heißt, oberhalb des gleitenden Durchschnitts rechnen wir mit einem Long-Trend, darunter mit einem Short-Trend. Also wir haben ein klassisches Trendfolge-Szenario. Und wenn man das dann tatsächlich, diese 66 Trades durchgehalten hat, hat man zum Schluss ein positives Ergebnis. Man hat 23 Punkte im Schnitt mit pro Trade errechnet. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Das ist hier die Auswertung dieser verschiedenen Trades in diesem Zeitraum. Hier ist die Nulllinie, hier haben wir begonnen mit Trade 1. Dann kam eine Drawdown-Phase. Dann kam eine Auszahlungsphase, das ist das, diese Trendphase gewesen. Damit sind wir dann, das sind DAX-Punkte, damit haben wir uns dann 600 DAX-Punkte erhandelt. Nach Trade 66 hatten wir 745 DAX-Punkte. Danach kam wieder eine Drawdown-Phase. Diese hat uns, wie man hier sieht, hier ist die Nulllinie, wieder komplett auf unseren Einstand, sogar etwas in den Verlust zurückgetrieben. Und wer es hier geschafft hat, dabei zu bleiben, der hat hier in dem Bereich dann einen zweiten Trend erwischt. Das war dieser riesige Trend zum Schluss, dieses crashartige Szenario. Und das war genau der Bereich, wo hier wenige Trades den Gewinn ausgemacht haben. Das ist ja der Sinn einer Trendfolgestrategie. Wir probieren irgendwann den richtigen, den Haupttrend mitzubekommen. Und wer ein bisschen Erfahrung von Ihnen hat, der wird sehen, dass das Durchhalten dieser hier 66 Trades mit viel emotionalen Schwankungen zu tun hatte. Das heißt, wer diesen Trade hier wirklich gemacht hat, der ist erstmal bis Trade 21 im Minus gewesen,
mit 200 DAX-Punkten. Das ist eine sogenannte Drawdown-Phase, da entsteht Frust. Man hat ja im Prinzip Tag und Nacht gehandelt, um diese Punkte zu erwirtschaften. Man ist im Minus. Dann kommt eine positive Phase, da schöpft man Hoffnung. In dieser Hoffnungsphase fühlt man sich total gut, es kommt zu Übermut. Wer nicht diszipliniert ist, der schafft es sogar dann, seine Positionsmanagement zu steigern. Dann kommt natürlich die nächste Drawdown-Phase und hier trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Das ist genau die Phase, in der die meisten dann eine Strategie aufgeben. Diese Drawdown-Phase hat das Konto wieder auf Null zurückgemacht. Angst, Frust, Zweifel an der Strategie setzen ein und die meisten hören an der Stelle schon auf, sind plus minus Null, vielleicht sogar im Verlust, denn in dieser Auswertung sind Kosten für einen Trade noch nicht berücksichtigt, die werden auch nochmal abgezogen. Und nur wer hier in dieser Phase das durchgehalten hat, hat natürlich diesen Haupttrend mitgenommen und der macht dieses System natürlich erst profitabel. Das ist genau diese Bewegung, die alle anderen Verluste im Vorfeld ausgleicht. Und mein Ziel dieses Ganzen ist, dass wir das Ganze hier... Oh, ja, ich komme gleich zum Ende. Dass wir das Ganze hier noch filtern, und zwar indem wir diese dieselbe Handelsstrategie nehmen. Und diese Handelsstrategie wird dann im Prinzip durch unsere Intermarket-Analyse gefiltert. Das heißt, wenn in unserer Intermarket-Analyse ein Long-Trend, also ein Short-Trend hier in Rot gekennzeichnet vorliegt, dann nutzen wir nur die Verkaufssignale. Und wenn unsere Intermarket-Analyse hier in dem Bereich einen Long-Trend signalisiert, dann benutzen wir nur noch die Long-Signale. Wenn ein Long-Signal hier im Vorfeld schon passierte, dann gehen wir auch erst dann in den Markt, wenn das Intermarket-Signal folgt, dann aber direkt, das kann man hier dann sehen, dann verlieren wir zwar diese Punkte hier, aber das macht aus diesem System, das wir haben, das war ja vorher, indem wir nur diese Positionen gedreht haben, macht das dann ein richtiges Handelssystem. Und es gibt natürlich Phasen, in denen wir nicht im Markt sind. Ja, gerade in den Phasen, wo der Intermarket-Trend ein Long-Zeichen gibt und wir ein Verkaufssignal bekommen, sind wir zeitweise auch nicht im Markt. Und geht man dann genau diesen Zeitraum da durch, dann reduziert sich natürlich die ausgewerteten Trades. Von 66 Trades gehen wir runter auf 38 Trades. Die Trade-Auswahl wird reduziert. Die Treffer bleiben ungefähr gleich. Wir haben einen Treffer hier, der ist wegen so einer Grenzentscheidung. Das kann man sich, wer möchte, in der Auswertung nochmal genauer anschauen. Was ich hier aber zeigen wollte, ist die Fehltrades. Die werden natürlich deutlich reduziert. Das sind diese seitlichen Phasen um den gleitenden Durchschnitt. Wir reduzieren ja, indem wir uns schon auf eine Seite im Prinzip konzentrieren. Die Fehlerquote sinkt von 84% auf 71% in dem Beispiel. Die Trefferquote steigt von 15% auf 28,9%. Wir erhandeln aber jetzt, das ist das Interessante, deutlich mehr Punkte pro Trade. Wir handeln effektiver. Und so sieht das dann im Vergleich aus. Wir haben hier jetzt in Braun dargestellt, die alte Strategie ohne Filterung und hier nochmal dargestellt die ganze Strategie mit Filterung. Das heißt, wir haben unsere Signale selektiert in Richtung dieser Kapitalmarktströme, die ich hier gerade vorgestellt habe. Und das sind die Auswirkungen. Man hat einmal die Drawdown-Phasen verkürzt. Wir haben erstmal weniger Trades gemacht. Das ist erstmal positiv, weil wir auch weniger Kosten anfallen. Wir haben selektiert in die richtige Handelsrichtung, wir haben Fehltrades reduziert, also die Drawdown-Phasen werden verkürzt. Diese Negativphase hier, die wird in so eine seitliche, volatile Phase umgewandelt und wir haben es trotzdem geschafft, in Trendrichtung die Trends mitzunehmen, das heißt die Auszahlungsphase ist beibehalten worden und dadurch macht diese Vorfilterung durch die Intermarkets das Handeln effektiver. Man kann mental auch besser mit solchen Phasen umgehen. Nach so einer Phase ist man disziplinierter, man ist mental stabiler, man kann sich weiterhin an seine Handelssysteme drauf orientieren, man kann weiter diszipliniert nach den Handelsregeln folgen und dementsprechend sind dann die Auswirkungen auf das gesamte Ergebnis deutlich positiver.
Jo, damit sind wir auch am Ende. Ich habe Ihnen an der Stelle noch mal ein Fazit zusammengestellt. Da halte ich mich jetzt ganz kurz, da wir ja schon im fortgeschrittenen Zeitfenster sind. Wir haben halt die verschiedenen Trends mal definiert. Wir haben uns Trendwendebereiche angeschaut. Wir haben Marktphasen zugeordnet, die mit der Börsenpsychologie abgeglichen. Ich habe Ihnen die Grundlagen der Intermarkets gezeigt. Diese Grundlagen habe ich Ihnen mit Links versehen. Wer die PDF von Ihnen haben möchte, kann diese Links dann auch ganz, ganz einfach nochmal nutzen. Wer diese PDF nicht haben möchte, der kann auf unserer Homepage sich diese verschiedenen Inhalte natürlich auch anschauen. Dann die Intermarkets haben wir als Signalgeber angeschaut. Wir haben die Intermarkets als Vorfilter angeschaut. Wir haben geguckt, wie kann man die Strategieauswahl anpassen, Trendfolgesysteme, Countertrendsysteme. Man kann natürlich das Risikomoney-Management diesen Systemen auch anpassen. Ich habe Exkurse gemacht in die Trendfolge- und Countertrendstrategien, Zeitebenen. Und zum Schluss haben wir das große Thema der Optimierung von Handelssystemen nochmal angesprochen. Wenn Sie sich dafür näher interessieren, dann biete ich Ihnen an, auf unserer Homepage gibt es den Know-how-Bereich. In diesem Know-how-Bereich haben wir einmal unterteilt für Beginner. Da haben wir alle möglichen Themen, die für Sie kostenfrei sind. Die können Sie sich dann in Ruhe anschauen. Die sind teilweise auch mit Videos hinterlegt. Da beginnt auch die Intermarket-Analyse. In unserem Servicebereich haben wir das Ganze nochmal im fortgeschrittenen Bereich. Da gehen wir dann ins exakte Trading, in Strategien, in die konkrete Analyse etwas genauer ein. Und hier im Kalender, Sie hatten es schon angesprochen, die Frage war da, wann kann man das Ganze mal live im Trading sehen? Das können Sie auf unserer Homepage hier im Kalender sich anschauen. Im Download-Bereich sehen Sie die verschiedenen PDFs, die wir hier anbieten. Die können Sie sich da downloaden. Im Download-Bereich sind auch Videos hinterlegt, wo Sie sich die Intermarket-Analyse nochmal in Ruhe anschauen können. Und wenn Sie daran interessiert sind, sich das Ganze, was wir hier vorgestellt haben, mal mit einem Blick über die Schulter anzuschauen, dann biete ich Ihnen an, dass Sie ganz gerne für sich mal in 2 Wochen kostenfreien Testzugang machen können. Einfach auf service@tradingbrothers.com kurz melden. Wir werden Sie dann als Kunde in diesem Bereich 2 Wochen freischalten. Da können Sie sich dann meine Arbeit mal im Detail angucken. Sie können sich dann auch die Auswertung, die ich eben vorgestellt habe, nochmal genau anschauen im Know-how-Bereich. Und das Ganze endet für Sie ohne Zutun. Das heißt, wenn Sie nichts sagen, gibt es hier natürlich auch keine Abo-Verlängerung oder solche Faxen. Wir wollen Sie natürlich von unseren Leistungen überzeugen. Und damit komme ich zum Ende dieses Intermarket-Webinars. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, wer diese PDF haben möchte, auf service@tradingbrothers.com kurz melden. Wir brauchen Ihre E-Mail-Adresse, dann kann ich Ihnen diese PDF senden. Wenn Sie das nicht möchten, Ihre E-Mail-Adresse im Prinzip behalten wollen, dann schauen Sie in diesen Download-Bereich. Und damit bin ich am Ende. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend, eine erfolgreiche Handelswoche und würde mich über ein weiteres Kennenlernen mit Ihnen natürlich freuen. Vielen Dank und auf ein baldiges Wiedersehen und Wiederhören und bis zum nächsten Mal.